Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen an diesem heißen Freitagnachmittag hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich, dass es doch so viele geschafft haben. Das mag vielleicht zum einen an dem Autor dieses Buches liegen, das wir heute besprechen wollen, zum anderen sicher an dem allgemeinen Interesse zum Thema. Ich gebe zu, dieses Timing ist ein ziemlich ungünstiges Freitag nach einer anstrengenden Woche, Freitagnachmittags um 5. Und ich darf Ihnen verraten, dass wir eigentlich gestern Abend um 6 Uhr angesetzt haben. Und da ist uns aber die Stiftung Aufarbeitung dazwischen gegrätscht, die gestern um 18 Uhr genau zu dem Zeitpunkt Memorial den Karl-Hermann-Fricke-Preis für historische Aufarbeitung verliehen hat. Da konnten wir erstens nichts dagegen sagen, sondern haben uns zweitens auch sehr darüber gefreut. Und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an Memorial. Ich möchte, bevor wir zum Thema des Abends kommen, mit einer persönlichen Note beginnen. Vor 7 Jahren hat Jens Siegert seine Tätigkeit als Büroleiter der Böll-Stiftung in Moskau beendet, die er zuvor 15 Jahre lang ausgeübt hatte. Damals gab es in Moskau, in einem alternativen Kulturzentrum, sehr hipstermäßig, eine schöne, lockere, große Verabschiedungsfeier mit Freundinnen und Freunden, Partnerinnen und Partnern in lockerer Atmosphäre. Arseni Roginski von Memorial hielt eine wunderbare freundschaftliche Lobesrede auf Jens und es war ein sehr schöner Abschied. Damals war noch nicht ganz klar, ob Jens vielleicht doch noch in anderer Rolle weiter für die Böll-Stiftung würde arbeiten wollen und ließ sich deshalb beurlauben. So blieb sein Vertragsverhältnis mit der Böll-Stiftung noch ziemlich lange bestehen, bis es dann vor 2 Jahren endete. Damals, als es endete, dachten wir hier daran, eine schöne Veranstaltung zu organisieren, um Jens als Böll-Mitarbeiter formvollendet zu verabschieden. Und dann kam Corona mit all den bekannten Beschränkungen für Veranstaltungen, mit den großen Reisebarrieren für Leute aus Moskau, die sich x-mal mit Sputnik impfen lassen können, aber trotzdem hier nicht reinkamen. Und dann kam der 24. Februar. Und seither wirken alle Veranstaltungen, die mit Russland zu tun haben und nicht unmittelbar den aktuellen Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine in den Fokus nehmen, irgendwie unangemessen und aus der Zeit gefallen. Deshalb werden wir auch heute Abend dessen Aufhänger, wie bekannt das von Jens geschriebene und im letzten Jahr veröffentlichte Buch Im Prinzip Russland ist, natürlich über den Krieg, seine Genese und unser jahrzehntelanges Verständnis bzw. Unverständnis der politischen und gesellschaftlichen Realitäten in Russland sprechen. Aber damit das nicht untergeht, und das ist mir sehr wichtig, als derjenige, der in der Böll-Stiftung über 20 Jahre lang am längsten und intensivsten, glaube ich, von allen mit Jens zusammengearbeitet hat, sage ich im Namen der gesamten Böll-Stiftung und dir ganz persönlich ein herzliches Dankeschön und verbunden mit einer tiefen Verbeugung, Niesky Paklon, für die großartige Arbeit, und die wunderbare Rolle, die du gespielt hast als Büroleiter. Du bist ja nicht in Rente gegangen, bekanntlichermaßen. Aber wir haben im Anschluss dann an diese Veranstaltung Gelegenheit, mit Jens bei einem Glas Wein unten auf unserer Terrasse anzustoßen. Sehr gerne. Es ist süß und bitter, das zu sagen, 3 Monate, nachdem unser Moskauer Büro von den russischen Behörden geschlossen wurde und 2 Monate, nachdem unsere Stiftung auf der Liste in Russland unerwünschter und damit kategorisch verbotener Organisationen gelandet ist. Damit kann nun zukünftig jeder Kontakt zu dem, was du, Jens,
deine Nachfolgerinnen und vor allem auch unsere Moskauer Kolleginnen über so viele Jahre aufgebaut haben, potenziell zu Gefängnisstrafen führen für russische Staatsbürgerinnen und für die, die sich in Russland aufhalten. Und zwar egal, ob dieser Kontakt und diese Kooperation stattfindet in Russland oder im Ausland. Das gilt auch für unsere beiden Gäste heute Abend, die beides russische Staatsbürgerinnen sind. Und ich sehe es nicht nur ein Zeichen von Interesse, sondern von Freundschaft, dass sie nicht gezögert haben, dennoch dabei zu sein. Wir sind alle dabei am Überlegen, was eigentlich derzeit passiert, wie wir uns neu aufstellen und wie wir unsere Arbeit und unsere Beziehung zu den vielen, vielen Menschen, mit denen wir so gut zusammengearbeitet haben und die weiter mit uns in Kontakt bleiben wollen, wie wir das in Zukunft gestalten können. Und dieser Abend ist in gewisser Weise auch ein Teil davon. Ich freue mich, dass wir mit Irina Scherbakowa, eine ganz, ganz alte Freundin, hier zu Besuch haben. Wie gesagt, gestern zur Preisverleihung der Stiftung Aufarbeitung, heute zu unserem Kammergespräch über das Buch von Jens. Irina brauche ich nicht vorstellen, als Autorin, Germanistin, Historikerin, Memorialmitgründerin. Ich glaube, alle kennen sie und in Berlin kennt auch, glaube ich, jeder in unserer Szene Svetlana Müller, Geschäftsführerin und eine der großen Inspiratorinnen der Panda-Plattform, die wirklich ein wunderbares Kommunikations- und Treffpunkt ist, Kommunikationsknoten und Treffpunkt für eine Vielzahl diverseste Gruppen aus der osteuropäischen Emigration, aus der Diaspora, aus verschiedener Länder. Viele Berliner Szenen treffen sich dort und wir waren als Böll-Stiftung auch schon zu Gast und machen das sehr gerne wieder. Wir hatten auch gedacht, könnten wir vielleicht bei euch machen, aber da hat es terminlich nicht geklappt, weil da ist noch mehr los bei euch als bei uns. Von daher ganz schön, dass du da bist und wir sind auch sehr gespannt auf die Perspektiven, die du einbringst in Bezug auf die deutschen Wahrnehmungen von Russland und umgekehrt, wie die russischen Migrantinnen gucken auf das, was wir hier über Russland reden. Das ist sicher ein spannender Moment. Jens hat sein Buch im Prinzip Russland entlang von 22 Begriffen aufgebaut. Anhand derer hast du, Jens, deine Beobachtung zu politischer Kultur und gesellschaftlicher Mentalität in Russland dargelegt. Sie reichen von eher einfachen kulinarischen Themen wie Borscht und andere Köstlichkeiten über Alltagserscheinungen wie die Schlange, Warten als Lebensform, zu komplexen Themen wie Zone, Lager, Gulag und anderen. Ich habe für unser Gespräch heute Abend drei Themen ausgesucht. Einmal Russland und die Demokratie. Das Kapitel dazu oder die Kapitel dazu heißen Demokratie, eine Affäre und Pflast, Volk und Macht. Das zweite Thema für mich, klar, drängt sich auf Russland und Europa. Das Kapitel dazu heißt Europa, die Lebensgefährtin. Und drittens unsere tägliche Diskussion dazu. Putin ist als Gopnik, dazu gleich mehr, als Gopnik und zugleich Anführer der gekränkten Weltmacht. Die Kapitel dazu, Gopniki von Jogginghosen und Schiebermützen und Abida, die große Kränkung. Fangen wir an mit der Frage der Demokratie in Russland, Jens. Da steht nach einem längeren historischen Abriss über die kurzen Affären, die Russland mit der Demokratie hatte, nach der Revolution 1905, nach der Februarrevolution 1917 und dann in den 90er Jahren, die du als eine gründlich gescheiterte Affäre letztlich beschreibst, da steht dann plötzlich der erstaunliche Satz, Russland, die russische Affäre mit der Demokratie fängt gerade erst an. Ist das, wenn du auf die jetzige Situation guckst, nicht ein bisschen zu viel an Zweckoptimismus? Nee, es ist natürlich Zweckoptimismus, da hast du schon recht. Ich würde es heute wahrscheinlich so deutlich, so überzeugt nicht mehr schreiben. Ich würde heute bin ich
zweifle ich ein bisschen mehr darüber. Ja. Ich denke aber trotzdem, dass, ja, was hat das mit dem Zweckoptimismus zu tun? Ich glaube, es gibt keine andere Chance. Es ist ein bisschen sozusagen, ich vermische da ein bisschen empirische Beobachtungen, die ich gemacht habe, die ich zum einen in diesem historischen Abriss, von dem du eben gerade geredet hast, bei dem du die Dissidenten vergessen hast in den 60er und 70er Jahren. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige untergründische Strömung gewesen, die sehr viel vorbereitet hat, die überhaupt erst die Grundlage dafür gelegt hat, dass die 90er Jahre, das 89, das Perestroika, Glasnost und dann eben auch die Wende, das Ende der Sowjetunion möglich war, dass das eine gewisse empirische Evidenz gibt, dass es eine Entwicklung gibt, dass es immer wieder Versuche gibt, auch in Russland eine demokratische Gesellschaft zu entwickeln. Ich sage noch nicht aufzubauen, sondern zu entwickeln. Und gleichzeitig ist es aber auch von mir eine normative Setzung. Ich bin der Überzeugung, dass kein Land überleben wird auf Dauer, dass nur autoritär und diktatorisch regiert wird, schon gar nicht in den heutigen Zeiten. Das ist aber immer, und das war in allen Ländern, auch in all den Ländern, die wir heute als mehr oder weniger stabile Demokratien bezeichnen, auch da haben wir ja in den letzten Jahren angefangen, heftig zu zweifeln, wie stabil das alles ist. Schauen wir in die USA, schauen wir nach Großbritannien, die Gelbwesten in Frankreich, aber auch hier in Deutschland, den Aufstieg überhaupt einer neuen Form von Populismus. Aber auch in diesen Ländern ist das nie krisenhaft vor sich gegangen und es ist vor allen Dingen, es hat nie im ersten oder auch im zweiten Versuch geklappt, sondern es hat immer mehrere Versuche gegeben und dazwischen hat es heftige Krisen und Rückschläge gegeben, die auch sehr gewalttätig gewesen sind, gewalttätig manchmal nach innen, in Bürgerkriegen, aber auch nach außen, wie zum Beispiel der deutsche Weg gezeigt hat. Das ist nicht schön, das ist, ich würde das alles lieber nicht haben, aber das ist für mich erstmal kein Gegenargument. Dazu kommt noch, dass bei allem, was wir über die russische Gesellschaft wissen, heute, und das ist in den letzten Jahren immer weniger geworden, weil es einfach immer schwieriger ist, wirklich ins Gespräch zu kommen mit den Leuten, weil es immer mehr Barrieren gibt von Angst, von Vorsicht, von Propaganda, die das Ganze sehr, sehr stark überwölbt. Aber von allem, was wir wissen, gibt es auch in Russland eine relativ deutliche Abstufung der Unterstützung der gegenwärtigen politischen Entwicklung und von Putin. Sie ist bei älteren Leuten, bei eher ungebildeten Leuten, bei Leuten aus kleineren Städten oder Dörfern weit größer als bei Gebildeten, bei Leuten aus Großstädten und vor allen Dingen bei jungen Leuten. Und das ist etwas, was mir auch immer noch Hoffnung macht, dass das, was wir jetzt haben, eine fürchterlich tiefes Tal ist, das schrecklich ist und das für das Land auch schrecklich ist. Und, da reden wir vielleicht dann später noch drüber, tatsächlich eine Gefahr für die Existenz, inzwischen aus meiner Sicht eine Gefahr für die Existenz dieses Landes ist, jedenfalls in der Form, in der es bisher bis zum 23. Februar oder vielleicht auch gar, man kann die Grenze auch dann im März 2014 ziehen, wie existiert ist. Aber sollte dieses Land überleben, wird es, glaube ich, irgendwann eine nächste Chance geben. Das ist sozusagen, das ist das, was ich mit diesem letzten Satz versuche auszudrücken. Und ich bin dann davon überzeugt, dass das, was auch in den 90er Jahren, auch in den 2000er Jahren, auch unter Putin gelernt worden ist, dass das nicht verloren ist. Jedenfalls, die Einschränkungen sind natürlich immer da, jedenfalls wenn es nicht wieder 70 Jahre dauert wie in der Sowjetunion, was ich natürlich sehr hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Im Übrigen noch einen letzten Satz dazu. Ich habe gesagt, auch unter Putin, die
Entwicklung hat in, nicht in den 90er, also in, das demokratische Lernen, das Einlernen von demokratischen Verhaltensweisen hat eben nicht unter, mit Putin gleich aufgehört, sondern umgekehrt. Es hat sich unter Putin in der ersten Zeit, zumindest so bis 2011, 2012, eher intensiviert als eine Abwehrreaktion gegen die, die Versuche von Putin, das wieder zurückzudrängen. Aber diese Abwehrreaktion hat zu einem, wie ich denke, sehr, sehr intensiven und auch sehr weit, weit verbreiteten Lernprozess in Russland geführt. Das will ich jetzt gerne natürlich, dass Irina und Svetlana das kommentieren aus ihrer Sicht, weil du beschreibst auch, Jens, am Anfang diesen klassischen Gegensatz von Vlast und Narod, also nicht Regierung und Gesellschaft, sondern Macht und Volk. Ja, Macht als eine geschlossene Kooperation ohne irgendwelche Rechenschaftspflichten und Volk als eine amorphe Masse von Leuten, die von der Macht nichts will, außer irgendeine Basisversorgung und schon gar nicht davon ausgeht, dass man in irgendeiner Form von der Macht was Macht kontrollieren könnte. Und dann dachten wir alle, es hätte sich über viele Jahre da was verändert und erleben jetzt einen Absturz ins, offenbar ins Bodenlose. Irina, wie tief glaubst du, ist dieser Absturz? Erstmal meinen einen ganz großen Dank, das muss hier doch ausgesprochen werden von unseren Seiten, an Jens. Der war so viele Jahre und bleibt es, also unser Freund und Berater und Unterstützer in Moskau. Und also ich glaube, dass viele Leute aus Memorial also jetzt also meinen großen Dank und also sehr, würde ich sagen, also Liebe und Gefühle und voller Dank an Jens haben. Erstmal. Und das Buch, das er geschrieben hat, ist in meinen Augen sehr gut und nützlich. Leicht lesbar und verständlich, was, glaube ich, wichtig ist und sehr, würde ich sagen, auch, wie soll man sagen, also richtige und zusammengefasste Antworten auf schwierige Fragen. Und das ist so einfach nicht und meistens schreibt sozusagen... Und das, also dieses deutsche Stil meistens, also auch in der Publizistik, ist in meinen Augen oft sehr, ein sehr schwieriger, vor allem also für die Jungen. Es bleibt noch viel schwieriger für die jüngeren Menschen. Und Jens schafft es in einer, glaube ich, modernere Tradition zu machen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass das Buch raus ist und dass wir darüber heute reden. Es ist natürlich unglaubliche, schwierige Fragen und momentan auch ganz, ganz tragische. Weil wir sitzen natürlich auf den Scherben und das muss man ja wirklich sagen, oder wir sind in einer Katastrophe gelandet. Und es stehen darunter auch, ich rede jetzt nicht von der Ukraine, also das ist ja überhaupt kein Vergleich, also das ist ja... Wir werden wahrscheinlich noch dazu kommen, aber auch für Russland und für russische Gesellschaft. Es ist eine sehr, also es ist eine ganz tragische Situation. Und ich würde ja sagen, dass nur eine wirklich ziemlich kleine Gruppe in Russland dieses Gefühl hatte, also Jens hat Dissidenten erwähnt, die also für diese Freiheit und für diesen Weg wirklich mit ihren Biografien bezahlt haben. Also wie Sergei Kowaljow, also andere, wie Sacharow und so. Und für andere Menschen war also dieser Preis war das harte Leben durch Jahrzehnte, Erniedrigung durch den Staat, ständige Erniedrigung durch die Macht. Also Entbehrungen, also eine ganz... immer eine Existenz, es wurde besser in den Brezhnev-Jahren und trotzdem war das eine Existenz am Rande des, Über, also des normalen Überlebens ständig. Und übrigens, in Memorial haben wir ja doch sehr früh gesagt und gerade diese Menschen, also gerade wie Arseni Raginski, mehrmals das formuliert, auch in der Böll-Stiftung, wie hart diese Folgen sind,
wie tief sie eingenistet sind in der, also in der Gesellschaft, was Terror, der Massenterror mit den Menschen gemacht hat. Also mit der Atomisierung der Gesellschaft, mit dieser Abhängigkeit von der Macht, also mit diesen Ängsten, die so schnell wieder auftauchen. Und was dann in den 80er Jahren, Ende 80er Jahren in der Perestroika passiert ist, weil zum Teil kam sie ja natürlich von oben. Und ehrlich gesagt, ein Glück wurde Russland beschert. Natürlich war die sozusagen, ja, der Boden war ja reif, weil also das Land in absoluter Krise war. Aber hätten wir nicht Gorbatschow damals bekommen, wäre das vielleicht noch ganz anders gewesen, auch für Deutschland übrigens. Und das wird oft jetzt vergessen und verdrängt. Und je mehr wir jetzt in dieser Geschichte reinschauen zurück, desto eigentlich erscheint seine Rolle und die Rolle in der Persönlichkeit, in der Geschichte umso mehr. Und, aber sozusagen, das war eine Glücksstunde für Russland, dass das sozusagen dass so zusammengekommen ist. Aber dieses ständige Gerede, wie schrecklich die 90er Jahre waren und übrigens auch in Deutschland so verbreitet, weil das war ja auch dieser Gedanke, dass in Deutschland sehr verbreitet hat, wie schrecklich waren diese 90er, wie schlimm, also wie schrecklich für viele Menschen. Ja, die waren schlimm. Die waren schwierig. Die waren also mit Entbehrungen, Arbeitsverlusten und so. Aber der Preis könnte viel, viel höher sein, also nach diesen 70 Jahren, viel, viel höher. Wäre nicht doch Westen also zur Hilfe gekommen, zum einen, das war ja auch ziemlich starke Unterstützung, also was Gorbatschow anbetrifft und Glauben an Gorbatschow. Und dass die Sowjetunion eigentlich in diesen ersten Jahren ohne Blut zerfallen ist. Ich fand meinen ganz alten Artikel oder Beitrag mit aus dem Jahre 92, wo ich dann sage, es ist natürlich eine schlimme wirtschaftliche Situation für die Menschen und so, aber dass sozusagen die Sowjetunion ohne Blut zerfallen ist, dass wir nicht den Krieg mit der Ukraine hatten, das ist eine, denn wenn der Krieg, oder war das glaube ich sogar später, was Sie geschrieben haben, weil das war nach schon dem jugoslawischen Krieg, Wenn man den Krieg zwischen Ukraine und Russland vorstellt, dann stellt das alles in den Schatten, sogar was in Jugoslawien passiert ist. Also und das ist eigentlich, und dass man das alles dann überhaupt nicht schätzte, eigentlich war das eine mildere Variante zum Übergang in die Demokratie. Also wenn wir jetzt im Nachhinein sehen. Wie schwer das auch war, aber wirklich ohne Blut vergießen. Und das entstand bei den Menschen, auch bei vielen, durch diese Misere des Lebens und diese wirklich schlimme Zeiten, also Zerfall von wirklich, also das war auch hart, also dass dieses Imperium zerfallen ist. Aber es entstand ein Gefühl, das wir übrigens in Memorial nie teilten und ständig sagten, also die Folgen, also die werden sich noch zeigen, also von dem allen, was man erlebt, wenn man nicht damit nicht auseinandersetzt. Das nahm man also sozusagen so leicht hin, als etwas Selbstverständliches. Und wenn das nicht, bald komme ich zu Ende, und wenn das nicht so funktioniert wie in einem russischen Märchen, das waren auch so idealistische Vorstellungen, also Sie haben ja sicherlich, haben Sie Ahnung, wovon ich rede, also erstens ist der Held, schläft, ich weiß nicht, 30 Jahre, dann wird er aufgewacht und macht irgendwelche, entweder Heldentaten, aber letztendlich macht er das nicht allein, sondern ein Zauberpferdchen kommt oder ein Zauberwolf, der dem ihn sozusagen, also denen unterstützt und alles eigentlich für ihn macht. Und dann in dem Augenblick, wo er die Früchte dieses eigentlich Sieges jetzt genießen sollte, schläft er ein und dann kommen die Bösewichten und ermorden ihn. Und kommt nicht der Zauberpferdchen wieder, also sind alle Früchte jetzt sozusagen weg. Und das ist zum Teil das, was passiert ist, weil man diese Möglichkeit, diese Chance zur Demokratie
Also die wurde nicht von der Gesellschaft mitgetragen. Und die wurde also von den Menschen, die eigentlich das wollten, die Marktwirtschaft und so, nicht wirklich dem Volke erklärt, also was eigentlich kommen sollte und wie man also sozusagen, wie man diese Demokratie wirklich aufbaut. Und das war, und das hat uns dazu gebracht, wo wir heute sind. Viele im Westen haben ja gedacht, auch hier, Russland sei im Prinzip schon in der Demokratie angekommen. Ja, also mit Jelzin und das war ja dann schon, und dann kam Putin noch nach Deutschland, hat eine schöne Rede gehalten im Bundestag und dann war vielleicht ein bisschen was zu viel von souveräner Demokratie die Rede, aber im Prinzip haben ja alle... Ja, die, was, also für uns war das deutlich, dass diese souveräne Demokratie überhaupt keine Demokratie bedeutet. Also auf gar keinen Fall. Und eigentlich hat er selbst, also nur vielleicht ein bisschen in den ersten Jahren was davon gesprochen, aber nie wirklich. Also das, das war ja schon absolut deutlich, dass es geht da nicht um die Demokratie. Svetlana, wie nimmst du und wie nehmen Leute, die du kennst aus der russischen, ich sage jetzt mal bewusst nicht die osteuropäische, sondern die russische Diaspora hier, so ein Satz war, die Affäre mit Demokratie in Russland hat gerade erst begonnen. Sind es, würdest du sagen, Ressourcen für eine zukünftige Atmosphäre, Renaissance oder Affäre, gibt es hier, wachsen hier oder wie? Ich möchte erstmal so ein bisschen anschließen darauf, was Irina gesagt hat und erstmal auch noch Dankeschön für das Buch sagen. Danach ist es zu spät. Ich habe das Buch schon zweimal solchen potenziellen Putin-Versteherinnen geschenkt. Es ist echt eine, also eine gute Sache. Danke. Und ich schließe dem, was du gesagt hast, Irina, an. Allerdings für mich waren die 90er, da war ich noch sehr jung. Also, ach so, ich möchte noch sagen, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich berichte aus den Feldern. Also so, aus der Praxis. Deswegen gibt es vielleicht ein bisschen mehr Ich-Geschichten dann. Ich war gerade fast fertig mit der Schule, als die 90er losgingen. Und das war die demokratischste Zeit, die ich je erlebt habe, in meinem Leben, sogar vielleicht im Vergleich zu Deutschland, weil es war so frei, wenn du nicht gerade ein Geschäft aufmachen wolltest, und da war ich noch nicht so weit oder überhaupt nicht so weit, was für Diskussionen wir geführt haben, was für Proteste wir organisiert haben, was für Freiheiten wir genossen haben, das ist natürlich danach nie wieder denkbar gewesen. Daher, es gab schon einen Schluck Demokratie, auch damals. Also ich bin froh, wenn du antwortest. Also damit wenn ich... Nee? Okay. Also es ist auf jeden Fall... Es gab immer wieder diese Inseln, also an die Otipil, die Tau-Zeit kann ich mich natürlich nicht erinnern. Aber auch so Perestroika-Zeiten, da habe ich zum Beispiel bei mir zu Hause gab es ein Konzert, hat mein Vater organisiert mit verbotenen Musikerinnen und so. Also es gab immer wieder auch irgendwelche Möglichkeiten, die vorher nicht denkbar waren. Und die 90er waren die Fortsetzung, die waren chaotisch, die waren brutal. Menschen wurden ermordet, auch in meinem Umkreis. Aber gleichzeitig hat man geglaubt, dass man die Entscheidung für sein Leben und auch für die politische Entwicklung in eigenen Händen hat. Es war ein Irrtum, jetzt weiß ich das, aber dann bin ich auch schon nach Deutschland gegangen. Was deine Frage anbetrifft, es ist, ich habe da keine fertige Antwort. Es ist so eine dünne Haut, also diese Schicht würde ich nicht als Schicht bezeichnen, was demokratische Bewegung oder diese unterschiedliche Strömung von russischen Menschen, ob im Ausland oder in Russland. Also es ist eine Haut und die ist nicht geschmeidig, die ist total zerbrechlich. Das ist, also da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen und zum Beispiel im Vergleich zu ukrainischer Diaspora hier, die jetzt angesichts des Krieges zusammenhält und trotz allen möglichen Widersprüchen noch vor 4 Monaten jetzt gemeinsam kämpft und gemeinsam Entscheidungen trifft, das ist zum Beispiel hier nicht der Fall. Allerdings gibt es Versuche, die Antikriegsbewegung, russische Antikriegsbewegung, also russisch, ich spreche dann von russländisch, ich mag nur das Wort nicht, zu vereinen. Es gibt in Prag Antikriegskomitee, es gibt in Berlin einige Bewegungen, also in allen möglichen Städten. Da gibt es zum Beispiel jetzt Anfang Juni wieder eine Konferenz, wo man zusammenkommt. Da gibt es Hoffnung.
Was Demokratiebewegung in Russland anbetrifft, ist es jetzt im Moment für mich mindestens nicht denkbar und auch nicht sichtbar, was da passieren kann. Viele sind weg. Die, die geblieben sind, riskieren ihr Leben. Kann man nicht anders ausdrucken. Leider. Das zweite Thema hat ja unmittelbar damit zu tun, mit diesem Demokratiethema. Russland, wie hast du es geschrieben, Europa die Lebensgefährtin Russlands und beschreibst dann ein sehr ambivalentes Verhältnis, dass Russland auf der einen Seite eine europäische Macht ist, zweifellos, mit 2/3 seiner Bevölkerung im geografischen Europa lebend, aber Russland zu groß, um integriert zu werden und zu schwach und instabil, um ein verlässlicher Partner zu sein. Das hast du geschrieben im letzten Sommer oder davor, auf jeden Fall in noch mal einer ganz anderen Zeit. Ja, und du schreibst aber auch davon, wie viele, wie Jevra europäisch als Gütesiegel für alles Mögliche herhält in Russland oder hergehalten hat. Ja, Jevra Remont, Jevra Kachestva, also eine europäische Reparatur, eine europäische Qualität für irgendwelche Produkte, war immer ein Gütesiegel, okay, das ist nicht von hier und das ist was Gutes, ja, was Haltbares und so weiter. Jetzt ist Russland vollkommen zu Recht aus dem Europarat rausgeflogen, weigert sich sozusagen noch überhaupt irgendwelche europäischen Strukturen als Autorität anzuerkennen. Die Führung wendet das Land bewusst ab gegen Europa. Wir sind was anderes, wir sind was Eigenständiges. Ist das jetzt mal wieder nur eine historische Phase, kurz oder ein bisschen länger, der Abwendung in diesen historischen Wellen, oder ist das wirklich ein tiefer Bruch, der andauern kann? Wie ist es, also in der Wahrnehmung gesellschaftlich, macht ist das jetzt nur eine Nummer der Propaganda oder ist es eine Entfremdung, die Kreise zieht? Das ist mit den Prognosen ist es ja immer so eine Sache. Ne? Also das, weil ich mit der Wahrnehmung, in der Wahrnehmung ist es natürlich jetzt eine besondere Situation. Und ich glaube, und das werden wir wahrscheinlich alle heute Abend nochmal wieder wiederholen. Also im Grunde wissen wir alle noch nicht wirklich, was gerade, wie tief das ist, was gerade passiert. Das, was tatsächlich ist, und da bin ich mir zum Beispiel mit russischen Gesprächspartnern, die für Putin sind, also die Putins Argumentation richtig finden, einig ist, dass sich etwas Tiefgreifendes verändert und dass wir noch nicht wissen, dass es danach anders sein wird, als es bisher gewesen ist. So, das ist sozusagen, darauf kann man sich einigen, aber sehr viel mehr noch nicht. Ich habe übrigens zu dem, das ambivalente Verhältnis zu Europa, habe ich versucht, auf den Punkt zu bringen, dass Russland sich von Europa nichts sagen lassen möchte, aber in Europa etwas zu sagen haben möchte. Mhm. Ja? Auch darin spiegelt sich dann aber noch etwas wider, was ein bisschen was mit der Perzeption der 90er Jahre zu tun hat, worüber Irina gerade gesprochen hat. Und jetzt auch mit diesen, wo du gesagt hast, diese Ansichten, dass Europa, das ist Qualität, das ist Zivilisation, das ist hochwertig. Ja. Es gibt gleichzeitig ein gewisses Minderwertigkeitsgefühl gegenüber das, was im Westen ist, sozusagen. Also die sind irgendwie besser, schneller, wohlhabender als wir, zivilisierter. Und gleichzeitig gab es immer, und das gibt es auch weiter, eine große Koketterie damit, dass wir dafür aber stärker, überlebensfähiger, meinetwegen auch brutaler sind. Man liebt uns vielleicht nicht, aber man fürchtet uns. Obwohl wir eigentlich geliebt werden möchten. Aber da man uns sowieso nicht liebt, ist es besser, man fürchtet uns. Also es gibt unheimlich viel Trotz in diesen Reaktionen darauf. Und deswegen, aufgrund dieses Trotzes, neige ich eher zu der Annahme, dass das auch eher eine Phase ist, dass das irgendwann wieder zu Ende geht. Aber wirklich voraussagen kann man es nicht. Dazu kommt noch eine zweite Sache und die ist, glaube ich, von uns allen unterschätzt worden. Irina hat vorhin gerade angedeutet, die Gruppe der Leute, die Anzahl der Menschen in der Sowjetunion, für die
das, was da Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre passiert ist, tatsächlich etwas, sozusagen ein Traum war, dass eine Freiheit zu gewinnen, die das also verstanden haben, was da passiert. Und dass dieser Traum, eine Freiheit zu gewinnen, tatsächlich etwas damit zu tun hat, mit einer Vorstellung zu tun hat, in was für einer Gesellschaft sie leben wollen, diese Gruppe war wirklich sehr klein. Für die allermeisten Menschen hat das Ende der Sowjetunion und diese Sehnsucht nach dem Westen etwas ganz Materielles gehabt, nämlich eine Sehnsucht nach einem besseren Leben, und zwar in erster Linie einem materiellen Leben, materiellen besseren Leben, und die Vorstellung, dass dieses materiell bessere Leben auch mit einer anderen Organisation von Gesellschaft, einer anderen Organisation von Politik zu tun hat, die war ausgesprochen unterentwickelt. Ich glaube, es ist nicht falsch, das zum Beispiel auch mit Ostdeutschland zu vergleichen. Und entsprechend groß war die Enttäuschung, als diese Freiheit, die materiellen Möglichkeiten dieser Freiheit in Russland in einer Form angekommen sind, die man ja wahrscheinlich, ich weiß, jetzt kann ich wieder kein Deutsch, urodlevi, also in einer sehr hässlichen Form angekommen sind. Ja? Und zwar in vielen Punkten in ihrer hässlichsten Ausbreitung, nämlich wild, überhaupt nicht sozial, in keiner Weise, sondern das Recht des Stärkeren gilt, unter anderem deshalb auch, weil der Staat praktisch zerfallen ist. Und das ist bis heute eine der stärksten Argumente von Putin. Er sagt, ich habe den Staat wieder handlungsfähig gemacht, und die Demokraten, die Liberalen, die damals in den 90er Jahren an der Macht waren, die haben ihn zerstört. Und in der Lebenserfahrung der Menschen ist da wirklich was dran. In den 90er Jahren wurden, also natürlich hat das was mit der ökonomischen Situation zu tun. Von 91 bis 98 hat sich das Bruttoinlandsprodukt Russlands verhalbiert. Von 2000 bis 2008 hat es sich verdoppelt. Ja? Dann kannst du sagen, das hat was mit dem Ölpreis zu tun, hat es zu großen Teilen, aber so ist das eben mit historischen Parallelen. Kohl war 1990 auch praktisch abgewählt, und dann kam die Einheit und er hat noch 8 Jahre weiter regiert. So ist das mit den politischen Zufällen. Nicht immer erntet man das, wofür man wirklich gearbeitet hat. Es gibt natürlich noch eine Konstante im Verhältnis zwischen Europa und Russland oder vor allen Dingen auch Deutschland und Russland. Das ist das klassische ökonomische Modell, was sozusagen vom Zarenreich über die Sowjetunion bis ins moderne Russland gereicht hat. Die liefern Rohstoffe, wir liefern Technologie. Und jetzt gibt es ja zumindest angekündigt den Versuch, damit Schluss zu machen. Ob das gelingt, ist noch eine sehr offene Frage, aber würde dann, wenn dieses klassische ökonomische Modell dieses Handelstausches nicht mehr funktioniert, das was bewirken, dass dann vielleicht doch ein Bruch kommt und das dann nur noch mit in Richtung Asien funktioniert oder eben gar nicht mehr funktioniert? Also gibt es darüber Diskussionen? Du hast es selbst angesprochen, dein Buch. Ja, Diskussionen gibt es ja schon seit lange. Das ist die berühmte Importsubstitution. Ja, also die 2014 nach den Sanktionen wegen der Krim-Annexion und auch wegen des Kriegs, des damals ja beginnenden, nicht jetzt erst beginnenden, aber damals ja beginnenden Kriegs in der Ostukraine ausgesprochen worden sind. Das hat aber nicht geklappt. Das im Wesentlichen, das ist gerade das Problem. Die Finanzsanktionen und so weiter werden von Wirtschaftswissenschaftlern nicht als großes Problem dargestellt. Das Problem ist die Integration Russlands in die Weltwirtschaft und dass viele wichtige Teile und Teilprodukte, die für Industrieproduktion notwendig sind, schlicht und einfach in Russland nicht mehr hergestellt werden. Nur ein Beispiel zu sagen, Elektrochips. Es werden keine Elektrochips, Mikrochips in Russland hergestellt, die kommen... Nägel auch. Nägel... Damit das nicht so gehoben klingt. Kugel für Kugellager. Es werden keine Kugeln für Kugellager hergestellt. Und Teebeutelpapier. Ja, es ist unheimlich viel. Aber bei den Elektrochips habe ich einfach ein schönes Beispiel. In Russland galt bis vor kurzem die Euronorm 4 für Abgase bei Autos.
die ist jetzt gecancelt worden vom Staat, weil die Autohersteller das nicht mehr können. Dazu braucht man Mikrochips. Ich habe mir sagen lassen, für Euro 4 braucht man 50 bis 60 Mikrochips pro Motor. Für Euro 2 braucht man noch 5 oder 6. Für Euro 0 stellen sie auch jetzt wieder her, gar keinen. So, das ist sozusagen, das ist erstmal sozusagen die Richtung, in die es gehen wird. In Teilen wird das wahrscheinlich möglich sein, aber nach allem, was ich so verstehe von Wirtschaft, wird es ähnlich gehen erstmal wie in der Sowjetunion. Es wird Inseln geben, in denen russische Technologie einigermaßen mithalten kann oder das kompensieren kann. Es wird viel versucht werden, das zu kompensieren über dann zum Beispiel Handel mit China oder über sogenannte graue Importe an den Sanktionen vorbei und ähnliche Geschichten. Also es wird nichts zusammenbrechen, aber das Land wird mit Sicherheit sehr viel ärmer leben, als es im Moment lebt. Und die Frage für mich ist dann eher, wird es die Leute stören? Oder wird das klappen, was im Moment gerade klappt, was ich immer wieder höre, wenn ich auch mit Leuten diskutiere, auch mit Leuten, die nicht unbedingt sozusagen so für Putin sind, die sagen, aber jetzt sind wir im Krieg und jetzt müssen wir zusammenstehen. Das ist diese Stimmung ist unheimlich stark. Ne? Im Übrigen auch zur Begründung von Repressionen. Ja, was schreit ihr wegen dieses Fake-News-Gesetz? Natürlich dürfen die nicht alles Mögliche sagen, wir sind ja im Krieg. Es wird leider gibt im Moment wahnsinnig viele Gründe, frustriert zu sein über Europa und über Deutschland, für die Ukrainer zuallererst. Aber ich erlebe auch viele Russinnen und Russen, die hierher kommen und konfrontiert mit den ganzen Schwierigkeiten, überhaupt hier irgendeinen Status zu bekommen, die unglaublichen bürokratischen Hürden, die trotz irgendwelcher politischer Unterstützung geht es dann im Kleinen alles nicht voran. Wie stark ist dieser Enttäuschungseffekt über Deutschland oder Europa? Ich glaube, das ist für Leute, die emigrieren müssen, immer schwierig. Aber wie nimmst du es wahr? Gibt es eine Orientierung an Europa jetzt bei den Leuten? Also ich bin jetzt ziemlich tief so involviert in diese Fragen. Natürlich kommen sehr viele auch Kunstschaffende und Kulturschaffende, auch politische Journalisten, die melden sich auch bei uns. Und ich würde nicht sagen, dass Leute frustriert sind. Ich glaube, frustriert sind sie wirklich über was anderes, über die Politik ihres Landes. Also mindestens ist es meine Erfahrung. Ich habe bis jetzt eher von der ukrainischen Seite habe ich oft Enttäuschung gehört, die auch begründet ist. Von der russischen Seite, Gott sei Dank, reicht mindestens das Taktgefühl, einfach zu sagen, ich versuche jetzt das Beste aus der Situation zu machen. Die Situation ist nicht einfach. Es ist oft so, dass Menschen, die dort wirklich bedroht sind, die dort wirklich Schikanen ausgesetzt worden sind oder in Gefahr waren oder ihre Familienmitglieder bedroht worden sind, ihre Wohnungen durchsucht, alles Mögliche, also inklusive zum Beispiel Elternrechtentzug und so, dass diese Menschen dann hier nicht unbedingt den Aufenthaltsstatus bekommen. Und da sind wir aber in Gespräch mit sehr vielen Institutionen und versuchen da auch mitzuhelfen. Wir haben noch nie so viele, wie heißen diese, Absichtserklärungen geschrieben, dass wir die Menschen gerne bei uns für irgendwelche schöpferische Projekte aufnehmen würden und so. Das schreiben wir jetzt alles in großen Mengen, damit die Menschen auch eine Möglichkeit haben, hier zu bleiben zum Beispiel. Es ist auch schwierig, weil teilweise sind es Menschen, die erstmal in die Drittländer ausgereist sind. Also es gibt sehr viele Aspekte, die dazu bedenken sind. Aber es beklagt sich, also über Deutschland hat sich keiner beklagt. Bin ich froh, ich hoffe das. Irina, du hast Gorbatschow mehrfach erwähnt und welches Glück sozusagen Gorbatschow bedeutete. Eine seiner wichtigsten Losungen, an die wir, ich glaube auch die Böll-Stiftung sehr gerne angeschlossen hat, war die Vorstellung vom gemeinsamen Haus Europa, die dann aber in den Folgejahren und in den 90er Jahren auch oft von denen verwendet wurde, die sozusagen eine kritischere Auseinandersetzung mit Russland eher verhindern wollten. Und irgendwann hat sich das dann übersetzt in zum Beispiel die Initiative von
Lissabon bis Vladivostok, was dann plötzlich ein Handelsunternehmen war, was man eben die transatlantischen Beziehungen abkoppeln sollte und eine ganz andere Vorstellung von gemeinsamen Haus Europa. Würdest du diese Losung oder diese Idee für die Zukunft trotzdem weiterverwenden? Sicherlich nur für wahrscheinlich eine ferne Zukunft. Momentan ist das Gegenteil davon in Sicht. Ich wollte übrigens noch einen Satz sagen, also zu dem, was Svetlana gesagt hat, dass sie viel Demokratie erlebt hat. Freiheit und Glasnost haben sie erlebt. Und nicht die war so neu. Und nicht die Demokratie. Und es war die Möglichkeit, es waren Umstände, die vielleicht, die dann wegen verschiedenen Gründen eigentlich oder vertanen Chancen, weil ich bin nach wie vor und in diesem Sinne bin ich optimistisch, weil es gibt Menschen, die sehr oft jetzt auch sagen, in dieser völligen Frustration, und das gilt auch zu diesem europäischen gemeinsamen Haus, also dass Russland eigentlich nie eine Demokratie war, nie eine Demokratie werden wird und es ist eigentlich alles ausgeschlossen und es wird ewig in diesem Quadratur der Kreise sich drehen, also einer Diktatur, von einer Diktatur in die andere. Nein, ich bin überzeugt, das ist ein Zusammenfall von vielen wirklich Faktoren, die man auch von unserer Seite vielleicht übersehen hat, also die Gefahren damals, die in sich birgten und angefangen, obwohl, wie gesagt, also unsere Menschen haben schon 94, als der Krieg gegen Tschetschenien begann. Also das war eigentlich der Wendepunkt, den viele übersehen haben. Ja. Und danach gab es auch einige kleine Kriege, die dann letztendlich zu diesem Krieg geführt haben. Aber dieses gemeinsame Haus, das war übrigens, das war die Hoffnung natürlich. Das war eine absolute Hoffnung. Und ich kann mich daran erinnern, wie Gorbatschow gesagt hat, in seinem Besuch nach Deutschland, und das war 89, Mauer ist von den Menschen gebaut worden. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, das heißt doch, dass die Mauer auch von den Menschen abgerissen werden kann. Also das hat dieses Gefühl auch bei uns, das wird jahrzehntelang oder ich weiß nicht, zu unseren Lebzeiten wird die Mauer nicht fallen. Und plötzlich, also plötzlich ein Gefühl, die ist von den Menschen gebaut, es war eine Chance. Also auch dieses europäische, das sozusagen dieses gemeinsame Haus. Und wenn man die Umfragen, die Levada-Zentrum, damals war das noch kein Levada-Zentrum, hat angefangen zu machen, die zeigen, wenn wir jetzt sie anschauen, also wie man sich zu den anderen Nationen verhält. Also Russland hat keine Feinde. Also später sind Kaukasier gekommen dann und so, aber Russland hat Anfang der 90er Jahre, zeigen die Umfragen eigentlich, keine Feinde. Und das ist einfach, und das ist wirklich, wie gesagt, also absolut vertane Chancen. Woraus das sich konzipiert hat, ist auch, war eigentlich auch nicht so irgendwo, also in dem Stein gemesselt, sondern das war eine Folge von verschiedenen Entwicklungen. Und übrigens, dieses Angebot, die Marktwirtschaft, so schwer wie das war, weil das war wirklich, dieser Übergang zur Marktwirtschaft war ein schwerer, aber dieses Angebot ohne Werte, fast ohne Werte, weil dann hat man irgendwie, und das haben wir sehr gut gemerkt, auch bei uns, auch mit unserer Arbeit mit den Jugendlichen. Es gab sozusagen also dieses System, den sowjetischen Werten, in denen also sozusagen die Menschen aufgewachsen sind. Ja? Die waren unterschiedlicher Art, aber wir sind sowjetische Menschen, das ist eine Gemeinschaft, wir haben also den Hitler besiegt, also zusammen, als sozusagen diese Einheit von sowjetischen Menschen. Und wir sind gegen den Krieg, auf keinen Fall. Ja, man will auf keinen Fall einen Krieg. Der Mensch soll gut sein. Die Reichen sind meistens sehr eigennützig und egoistisch. Und es ist, schickt sich nicht übrigens, sich zu bereichern. Ja, also eigentlich, wie soll man sagen, das birgt in sich große moralische Gefahren. So sind die Menschen irgendwie durch verschiedene auch Filme und Kunst erzogen worden. Plötzlich ist das alles
absolut auseinandergefallen. Und es hieß, und ich musste ja manchmal sogar lachen, also später ist mir dieser Lachen vergangen, aber also sozusagen, wenn man im Fernsehen immer wieder, also dieses neue Reichtum und dieses Konsumieren als das Hauptsächliche, als das Ersatz für alles und auch diese sozusagen, diese Parolen, also jetzt muss die Marktwirtschaft hin und alles andere sei dahinter gestellt, also die Markt wird das schon regeln. Das hat nicht funktioniert, das hat Jens absolut richtig beschrieben, sondern der hat dann eigentlich noch zu dieser Atomisierung der Gesellschaft beigetragen. Zu dem, dass man in diesem engen Familienkreis, Gewalt der 90er Jahre führte dazu, dass man ein Misstrauen gegenüber fast allen hatten. Das zeigen ja die Umfragen, die späteren Umfragen von Levada-Zentrum ganz. Also Gewalt, Misstrauen, nur ein Vertrauen nur in einem ganz, ganz engen Kreis. Das hat alles sozusagen, das war Nährboden war da. Und da kam natürlich auch, wie oft, also sozusagen, also dieser schreckliche Irrwitz der Geschichte, plötzlich kam wie Teufel aus der Tabakdose eine Figur, die angeblich Ordnung, verständlich war, irgendwie, wie soll man sagen, also Stabilität versprochen hat, ohne irgendwelche, diese Freiheit, die eigentlich zu nichts gebracht hat. Und was hat er eigentlich, was sind das ja überhaupt für die Wahlen? Weil die Wahlgeschichte ist auch in den 90er Jahren missbraucht worden. Also aus diesem ganzen Zusammenhang kamen auch diese Gefühle hoch, auf denen man gespielt hat. Man hat Angebot dann gemacht, Stabilität und nationaler Stolz. Und das war sozusagen der Anfang. Und das konnte man sehr früh nachvollziehen, schon beim Anfang der Putin-Zeit. Aber ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Die Zersetzung war nicht nur innere, sie kam nach außen. Und sozusagen auch dieser Versprechen von Stabilität ohne Werte, diese sozusagen marktwirtschaftliche angebliche Zynismus oder Zynismus der Bereicherung, ging über die Grenzen rüber. Der ging über die Grenzen rüber und zerstörte auch diese Vorstellung von dem gemeinsamen Haus überhaupt in Europa, indem man dem Putin zuspielte. Also in diesem Zynismus, in dieser Bereicherungsgeschichte, in diesen Bestechungsgeschichten und weggeschaut hat. Und dann waren nur die Floskeln. Menschenrechte hin und her, natürlich schlecht, dass man sie verletzt und so, aber in Wirklichkeit, Russland ist stabil, also das kann man, also sind ja vertrauensvolle Partner und so weiter und so fort. Und dieser Zynismus hat uns und diese Anpassungs- und Bestechungsgeschichte auch im Westen, die hat uns dazu gebracht, dass dieses europäische Haus eigentlich zu einem Trümmerhaufen geworden ist. Ja, danke Irina. Und die große Erzählung, die eingesetzt hat, oder der große Kit Putins, ist natürlich die Erzählung von der Abida, die große Kränkung. Und an der Stelle will ich zwei Stückchen kurz vorlesen aus Jens Buch, das im Übrigen leider heute Abend hier nicht käuflich zu erwerben ist. Da hat es eine technische Panne gegeben. Aber da hinten liegen Informationszettel aus und auch einen Zettel mit QR-Code. Da kann also man kann es perfekt bestellen. Man kann es direkt bestellen bei der Edition Körber, auch für die uns im Livestream zuschauen. Also hier keine Schleichwerbung, sondern direkte Werbung, Edition Körber. Gibt es dieses Buch zu bestellen und da hinten die technisch Fortschrittlichen können sich den QR-Code scannen und dann direkt kommen sie auf diese Seite. Die große Kränkung beschreibst du so, die größte Kränkung, die Russland dem dominanten Diskurs zufolge in den vergangenen Jahrzehnten zugefügt wurde, war das Ende des letzten russischen Imperiums der Sowjetunion. Selbstverständlich durch den Westen herbeigeführt. Sie ist gewissermaßen das Muster aller Kränkungen, eine wahrhaft narzisstische, die jedes Mittel rechtfertigt. Putin bezeichnet das Ende der Sowjetunion deshalb auch als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Der Untergang des Imperiums erscheint nun nicht mehr als politische Niederlage einer Idee oder einer Gruppe oder als Folge politischen und wirtschaftlichen Missmanagements, sondern als Demütigung des ganzen Landes durch den Westen. Und ein paar Seiten vorher beschreibst du die
politische Elite des Landes. So vorsichtig man mit der Psychologisierung ganzer Gesellschaften sein sollte, kann man das heutige Russland durchaus als ein Land mit einer zutiefst gekränkten politischen Elite ansehen. Eine Kränkung, die Politik und Propaganda in den vergangenen Jahren erfolgreich auf die Mehrheit der Menschen im Land zu übertragen vermocht haben. Das funktioniert, ja? Und das wird jetzt in den letzten 2 Monaten inflationär. Ja, damit begründet ja Putin inzwischen den Krieg. Der Krieg ist ja nicht mehr das, was am Anfang war, eine Spezialoperation zur, was auch immer das sein mag, Denazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine, sondern der Krieg ist inzwischen mutiert zu einem existenziellen Krieg um das Überleben Russlands gegen den Westen, gegen die NATO, gegen die USA letztendlich, weil so richtig werden die Europäer dann nicht ernst genommen, weil sie eben keine Atomwaffen haben und auch keine so große Armee. Und das ist etwas, was, wo Putin tatsächlich, Putin ist ja kein Zufälliger, ist nicht der zufällige Ausführer sozusagen dieser Sache, sondern Putin ist in vielen Dingen Fleisch vom Fleische der Menschen in Russland. Er auf eine gewisse Art und Weise, wie so korrespondierende Röhren, setzt er das in Politik um, was als Sentiment bei vielen Menschen, manchmal auch nur als Gefühl, eben auch als Kränkung bei vielen Menschen da ist. Wir haben vorhin ja schon mal von diesem Minderwertigkeitsgefühl gegenüber dem Westen, dem fortschrittlichen, dem technisch fortschrittlichen, dem kulturelleren, ja, sozusagen, Westen geredet. Das dreht Putin sozusagen um dabei. Und gleichzeitig funktioniert diese Kränkung, die der Westen Russland, beides immer in Anführungsstrichen, zugefügt hat, als Entschuldigung. Weil man ja gekränkt worden ist, hat man alles Recht, etwas gegen diese Kränkung zu tun. Ist das, was man macht, schon allein durch diese Kränkung richtig? Das kennt jeder aus einem persönlichen Streit mit auch geliebten oder gemochten Personen, ja, wenn du gekränkt bist, wird es grenzenlos. Kränkung erzeugt Entgrenzung. Das macht diese Geschichte dann so gefährlich, weil es eben, weil ein rationales, ein Zurücktreten und sich das Ganze nochmal anzuschauen und zu sagen, naja, vielleicht hat der andere, haben die anderen ja auch ein bisschen recht, in diesem Moment nicht mehr möglich ist. Svetlana, manchmal gibt es bei mir Momente der Unsicherheit, wenn ich Russinnen und Russen treffe hier, die ich nicht so gut kenne, ja, wie weit die diese Kränkung sozusagen als Motiv teilen, selbst wenn sie gegen Putin sind. Ja, also wie weit das so einen Moment gibt von, ja, stimmt, man ist schon sehr schlecht mit Russland umgegangen irgendwie. Und es ist ja ein Motiv, was in Deutschland total gut funktioniert. Ja. Es gibt ja ganz viele in Deutschland, die sagen, ja, stimmt, wir haben Russland natürlich gekränkt. Enorm beleidigt. Gekränkt, beleidigt. Und Macron sagt, während Donetsk dem Erdboden gleichgemacht wird, sagt, oh, wir dürfen die Russen nicht demütigen. Also ja. Was ist da los? Also ich muss sagen, wenn ich mit meinen Kindern, die mittlerweile schon groß sind, irgendwann mal, als sie klein waren, mal erlebt habe, dass sie ständig beleidigt waren, da haben viele so eine Phase, habe ich immer gesagt, nicht ich habe dich beleidigt, du bist jetzt gekränkt. Ich habe dich nicht gekränkt, das ist deine Entscheidung, ob du gekränkt bist. Und das ist eine sehr bequeme Situation, zu sagen, ich bin gekränkt, jetzt schuldet er mir alle was. Überlegt euch, was ihr jetzt macht. Ich bin gekränkt, ich sitze hier in der Ecke. Apropos, ich finde, dass da eine Verbindung ist zwischen den Kapiteln Gopniki, Siloviki, ungekränkt, also Abide. Weil, also erstens gibt es da überhaupt keine Grenze in Russland. Also ich weiß, die Bücher wurden ja noch nicht gelesen, also das Buch wurde noch nicht gelesen. Und deswegen müssen wir ein bisschen ausführen, was Gopniki sind. Ich werde jetzt nicht dein Buch zitieren können. Gopniki, willst du ganz kurz
oder ich. Naja, Gopniki ist ein Ausdruck für so eine Schicht von Menschen. Das würde man wahrscheinlich Prekariat sagen. Leute mit einer, die sich aus der Unterschicht rekrutieren. Meistens aus der Unterschicht rekrutieren und in deren gesellschaftlichen oder in deren Vorstellungen von Gesellschaft und Gemeinschaft das im Wesentlichen das Recht des Stärkeren gilt. Also mir wurde mal gesagt von einer Person, die nicht so aufgepasst hat, was sie sagt, das ist so eine Mischung aus Aso und Pol. Ja, das also ich zitiere nur. Sozusagen, es gibt so einen, der Ausdruck ist, woher der Ausdruck kommt, ist nicht so ganz klar. Es gibt zwei große Versionen. Die eine ist, es gibt einen Ausdruck in der Verbrechersprache der Russischen, der heißt Gopstop. Das ist ein unbewaffneter Raubüberfall. Das heißt, der tritt jemand gegenüber und sagt so, jetzt gib mal dein Portemonnaie her. Da gibt es in dieser Situation im Grunde, das Schlimmste, was man machen kann, ist sofort das Portemonnaie herzugeben. Weil dann hat man sämtlichen Respekt dieses Gopniks verloren und dann geht es weiter. Und darauf will ich hinaus. Sobald man bei einem Gopnik nachgibt, hat man verloren. Und das ist der Fehler, der jetzt seit ewig Putin gegenüber gemacht wird, von Europa aus. Apropos Gopnike, da gibt es auch sprachliche Ebene, da gibt es alles Mögliche. Also sie verschmelzen mit Siloviki und Siloviki sind die Sicherheitsstrukturen, die in Russland das Sagen haben. Mittlerweile hast du diese Grenzen nicht mehr. Das ist wirklich so, dass Wore v Zakone oder nicht v Zakone, also eben Gefangenenkultur, Siloviki, also Sicherheitsstrukturen, Gopniki, die zusammen, die bilden das, was dieses Land regiert. Und das ist mein Land. An der Stelle, das lese ich gerade kurz vor, weil das so gut passt, aus dem Kapitel Gopniki, der russische Soziologe Sergei Medvedev vermutet sogar, die gesamte russische Außenpolitik basiere auf dieser Gopnik-Strategie. Erst einmal allen Angst einjagen und das dann ausnutzen. Der bekannteste russische Karikaturist Sergei Jolkin zeichnete die russische Diplomatie entsprechend einmal als im Kreis hockende, Sonnenblumenkerne kauender Gopniki. Eben deshalb ist es so wichtig, auf russische Zumutungen zumindest mit einem klaren Halt so nicht zu reagieren und nicht sofort gemeinsame Interessen zu betonen oder nach Kompromissen zu suchen, wie das in Deutschland viele machen. Und wenn ich auf wenn ich jetzt zurück zur Sprache gehe, ist es so, dass ich bin Linguistin und auch wenn ich nicht als Linguistin arbeite, ich beobachte diese Entwicklung, diese Sprache, die in der Politik, in den Massenmedien, in SMI, wie auch ein Kapitel heißt, gesprochen wird. Die Intonation im Radio oder im Fernseher, auch wenn ich russisches Fernsehen zugegebenerweise nicht gucke, aber ab und zu kommt man auch im Netz mal auf Stückchen. Die Intonation ist wie bei Gopniks. Das kann ich nicht nachmachen. Nur немножко так. Also allein Gopstop hast du schon vollkommen falsch ausgesprochen, weil das muss irgendwie Gopstop heißen. Ich kann es nicht so gut, aber... Und auch egal, ich hoffe was, ja, dass ich kein Gopnik bin. Also, ja, aber das Problem ist, dass es schon auf dem Staatsniveau gesprochen wird. Das hat man auch bei Lavrov mittlerweile, also auch bei dem Botschafter in Schweden gab es da schon solche Ausrutscher. Und wenn man die Intonation allein hört, dann versteht man, dass man da nicht mit dieser Sprache und nicht mit dieser Herangehensweise, die üblich ist im Westen, überhaupt nichts erreicht. Entweder die Sprache sprechen oder auf jeden Fall irgendeine andere Sprache, aber Sprache der Sicherheit und Kraft. Das ist das, was verstanden wird. Irina, ihr habt mit Gopniki eigene Erfahrungen gemacht bei Memorial in den letzten Jahren, besonders häufig Farbangriffe, stinkende Flüssigkeiten und Memorial ist auch mal gestürmt worden. Ich weiß nicht, ob einmal oder mehrfach. Waren das Gopniki? Erste Frage. Und was war eure Erfahrung damit? Gut, es gibt dazu mehrere Begriffe. Also Gopnik ist das eine, also aber ich glaube, man muss nicht unbedingt sozusagen das als etwas Homogenes bezeichnen und so. Es ist ja eigentlich
würde ich sagen, komplizierter. Übrigens, momentan wird das Wort immer weniger gebraucht, weil es ist viel schlimmer als das. Wenigstens ein Teil Orki werden zum Beispiel sie genannt. Oder? Also Orks. Also, ja, Orks, ja, noch schlimmer. Orks. Orks. Aus den Star. Aus den Herr der Ringe, die Trilogie. Ja. Wobei das mit den Orks natürlich, das halte ich für gefährlich, weil da diese Entmenschlichung drin ist, die eigentlich von der anderen Seite kommt. Die andere Seite wird das, die eine Seite gebraucht das auch, um sich sozusagen abzugrenzen davon. Das war, also meine Meinung nach wie vor ist, dass es eine, wie soll man sagen, dass es eine Konstellation ist von verschiedenen Faktoren, die nicht unbedingt so funktionieren könnten. Also das ist Putin, wie du sagst, also das ist... man kann es nicht sagen, dass eine erwünschte Figur war. Nein, also von einem Teil vielleicht. Also es wurde da vieles da reingedacht und reingepfercht, also in sozusagen in diese Figur. Und er wurde so aufgebaut, würde ich sagen, ja, und sich sozusagen dann mehr und mehr entwickelt, weil die Macht ja uneingeschränkte war, was in Russland eigentlich oft der Fall ist, wenn die Macht uneingeschränkt ist und dass man Jahrzehnte regiert, dann also verwandelt das sich in etwas, also er verwandelt sich in etwas, also schon zuletzt so was Schreckliches, was wir heute erleben. Es ist, wie soll ich sagen, es war der Widerstand in der Gesellschaft, war all diese Jahre präsent. Und in einem kleineren Ausmaß dann in den größeren Wellen. Und wie gesagt, aus mehreren Faktoren wurde es also sozusagen jedes Mal niedergemetzelt, vor allem mit Gewalt, weil was passieren konnte, dass es sozusagen ein Gewaltmechanismus entstanden ist, indem man keine demokratischen Institutionen also aufgebaut hat, indem Justiz nicht funktionierte, indem die Wahlen zu einer Attrappe geworden sind. Also wurde das, also konnte man also sozusagen dieses Gewaltsystem aufbauen mit ganz schrecklichen Ängsten, mit Folterungen, also mit und das erzeugte natürlich auch das Ergebnis, dass ein Teil von den Menschen also weggegangen sind, vor allem aus der russischen Provinz. Das muss man ja sagen, dass in der russischen Provinz noch weniger und das noch viel früher oft, also sozusagen diese Gewaltmechanismen dazu geführt haben, dass die Menschen dort nicht überleben konnten und dass dort die Strukturen zerschlagen worden sind von der Zivilgesellschaft, weil das dort viel schwieriger, weil die Menschen mit Morden und mit verschiedenen Sachen. Man kann ja sagen, es ist ja beides, natürlich ein Teil. Und es gibt ja so Phasen in der Geschichte, das brauche ich ja den Deutschen nicht zu erklären, wo eigentlich die schlimmsten Gefühle auch die Menschen von einer ganz besonderen Sorte nach oben geholt werden. Und man kann von der Elite in diesem Sinne gar nicht in Russland sprechen. Es ist ein Begriff für etwas anderes. Die Menschen, die sozusagen jetzt, wenn sie etwas überhaupt zu sagen haben, wenn sie an irgendwelchen Machtstrukturen beteiligt sind, bedeutet das auf gar keine Weise, dass sie auf irgendeine Weise entscheidungsfähig sind. Nein, also das hat sich so vertikalisiert, also dass man kann über die Eliten schon gar nicht mehr reden. Das ist sozusagen die Strukturen, die völlig also von dieser Vertikale abhängig sind. Und und alles andere wird man mit Gewalt, also mit Gewalt, Drohung, Angst natürlich, also zusammengehalten und mit den Repressionen. Also das ist sozusagen
Das ist ja die heutige Geschichte, und daraus erzeugt vieles, was natürlich was passiert. Ich glaube wirklich nicht, dass das wie Jens, dass das auf die Dauer so existieren kann. Vielleicht sind das unsere idealistische Vorstellungen, dass das Böse, so reine Böse, das wir jetzt erleben, spricht man sozusagen von den moralisch sogar kirchlichen Vorstellungen, weil das ist oft selten in der Geschichte, dass man das Böse in so einer reiner Form erlebt. Also was wir eigentlich schon nicht mehr durch Jahrzehnte nicht gut, es gab natürlich Kriege und es gab Unrecht und so, aber dass wir so nah und so nah, also dass das alles erleben, ist, glaube ich, für uns alles irgendetwas Unvorstellbares. Dadurch sind wir ja auch so, weil also die Frage ist, wie geht es weiter eigentlich, also sozusagen mit diesem Bösen. Ich glaube nicht, dass das auf die Dauer möglich ist. Ich weiß nur nicht, wie das momentan besiegt werden kann. Nur ich glaube, und das ist, dass der Preis dafür, ich glaube, für Russland gibt es keine in der Zukunft, ich glaube, keinen anderen Weg, sonst geht alles zugrunde. Aber der Preis wird noch viel, viel höher sein, als das in den 90er Jahren war. Das ist ganz, ganz klar. Ich weiß nicht, wie der aussehen wird, aber ich glaube, das waren die letzten Worte, die wir gehört haben von einem wunderbaren Menschen und Soziologen, Boris Dubin. Und der ist eigentlich an den Ereignissen 2014 gestorben, an Herzinfarkt, also in Juli 2014. Und er war vor einer Woche damals in Memorial zu einer. Und wir waren alle auch damals schon, also eigentlich zerschmettert, also von diesen Ereignissen. Und er hat das auch gesagt und auch vorausgesagt, was kommt. Und er hat ja gesagt, und seine letzten Worte waren also der Preis. Der Preis wird sehr hoch sein. Und also das, wir müssen aber wahrscheinlich darüber nachdenken, wie das alles sozusagen sein könnte. Auch wenn einem da ein bisschen die Worte im Hals stecken bleiben nach dem, was du sagst, möchte ich gleich Ihnen die Möglichkeit geben zu einigen Fragen und Anmerkungen. Aber vorher noch ein Kommentar dazu von Jens. Ja, ich nochmal zu den Gopniki. Irina hat natürlich recht, das ist mehr ein Phänomen. Das ist ein Phänomen, an dem ich versuche, ein bisschen was klar zu machen, so ein bisschen Denkstrukturen. Denk- und Handelsstrukturen klar zu machen. Natürlich stehen dahinter dann, dass das, was jetzt passiert, das, was wir jetzt passiert sehen, längerfristige Entwicklungen und auch Strukturen, die nicht nur einfach sozusagen darin bestehen, dass sich Leute bestimmte Verhaltensweisen oder aus bestimmten... Entschuldige, es gab vom Levada, vom alten Levada, der Begründer sozusagen der ganzen, er sagte damals, also in seinem Buch über den sowjetischen Menschen, also ja, das sozusagen Zusammenfassung, er hat gesagt, was passiert ist, das ist die Lumpenisierung der Gesellschaft. Ja, das kommt, was ja, und das auch ist ganz, und Lumpenisierung. Also, und das bedeutet nicht, dass sozusagen die Armen der Ärmsten sozusagen, sondern Lumpen bedeutet etwas ganz anderes. Und ja, das ist eigentlich Gopnik, nur breiter gefasst. Aber es gibt eben, an einem Beispiel will ich nochmal sozusagen die Dialektik, würde ich fast schon sagen, von politischen Entwicklungen deutlich machen. Irina hat vorhin gesagt, der Wendepunkt sei der Tschetschenienkrieg gewesen, der erste Tschetschenienkrieg. Der ist im Dezember 1994 angefangen. Ich würde den Endpunkt noch ein bisschen weiter vorziehen. Der Kipppunkt war der September, Oktober 1993, die Beschießung des Weißen Hauses. Davor gab es für anderthalb Jahre zwei Institutionen in Russland, die wirklich demokratisch legitimiert waren. Beide aus den bis heute freiesten und wahrscheinlich fairsten Wahlen hervorgegangen, die es in Russland jemals gegeben hat. Und zwar sowohl der Oberste Sowjet als auch Präsident Jelzin. Beide sind mit großer Mehrheit gewählt worden. Beide frei gewählt worden. Diese beiden Institutionen haben es nicht geschafft, sich darüber zu verständigen, wie die Macht in Russland
zu teilen ist. Und dahinter steht natürlich eine historisch gewachsene Verständigung, Verständnis, ein historisch gewachsenes Verständnis davon und eine historische Erfahrung davon, dass derjenige, der die Macht hat, alle anderen ausschaltet. Sozusagen, the winner takes it all. Und das ist einer der Gründe gewesen, aus meiner Sicht, dass keiner einen Kompromiss eingegangen ist, weil sie einen Kompromiss als sozusagen das eigene, als das mögliche eigene Ende wahrgenommen haben. Gewonnen hat derjenige, der die Macht über die Gewehrläufe hatte, nämlich Jelzin. Er hat das Weiße Haus beschießen lassen. Und das Ergebnis ist eine Verfassung gewesen, die alle Macht in den Händen des Präsidenten konzentriert hat. Und diese Macht, diese Struktur hat Putin übernommen und gnadenlos ausgenutzt. Und zwar, und das ist die zweite Bemerkung, er hat es gemacht mit einer Methode, die wir jetzt wieder sehen. Er hat jedes Mal wiederholt. Er hat hart zugeschlagen, dann gab es Gegenwehr, dann gab es Kritik, dann gab es Verhandlungen, dann gab es Teilrückzüge, aber es war vorher, er hat nachher mehr Macht gehabt und die anderen haben weniger Macht gehabt. Er hat nachher mehr Vollmachten gehabt, die Freiheiten aller anderen waren geringer. Und das ist jedes Mal wieder passiert. Jede einzelne Krise, ob selbst hervorgerufen oder irgendwo anders entstanden, ist so genutzt worden. Und das ist genau das Gleiche, was jetzt auch wieder mit der Ukraine passiert. Es ist 2014 passiert, ja, und dann waren alle froh, dass man den Krieg gestoppt hat. Und die Hoffnung, jetzt könnte man das machen, jetzt schlägt er wieder zu. Und ich bin fast sicher, und es ist sehr, sehr tragisch, es wird wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass es wieder einen Kompromiss gibt. Und diesmal werden es nicht 7% des ukrainischen Territoriums sein, sondern 20% oder 25%. Und danach werden wieder alle ausatmen. Und der nächste Schlag wird bestimmt kommen. Das ist sozusagen, das ist die Struktur, die dann aber auch, die ich versucht habe, auch mit diesem Gopnik, mit dieser Gopnik-Analogie ein bisschen einfacher begreifbar zu machen. Danke, Jens. Gibt es bei Ihnen Fragen und Kommentare zu dem, was wir hier besprechen? Bitte schön, wir haben irgendwo ein Saalmikrofon, das brauchen wir auch. Sagen Sie ganz kurz, wir kennen uns, aber kurz für die anderen, wer Sie sind. Ich heiße Julia Erner, der AfV. Ich habe eine Frage an alle drei geladene Gäste im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Und zwar, ich weiß aus sehr vielen Gesprächen, dass es in Russland sehr viele Menschen gibt. Manche sind also russische Staatsbürger, die ausgereist sind, andere sind im Land geblieben und nicht unbedingt gesellschaftlich aktiv gewesen. Oder auch solche, die gewesen sind, viele Menschen, die sich engagieren und versuchen, etwas gegen diesen Krieg zu machen, das, was sie können, humanitäre Hilfe, Hilfe bei denjenigen ukrainischen Staatsbürgern, die in Russland gelandet sind, durch Flucht oder Displacement, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Und es gibt in der Ukraine natürlich sehr stark solche Stimmen, dass also über die Schuld der russischen Gesellschaft, der Russen und über diese kollektive Schuld, kollektive Verantwortung. Mich würde die Einschätzung von allen drei Gästen dazu interessieren, wer ist schuld an diesem Krieg? Was oder was glauben Sie, was, sind wir da. Was denkt man in Ihren Kreisen, was denken russische Staatsbürger, wer ist schuld, wie sie sich selbst und eigene Verantwortung wahrnehmen und wie man diese Dialogprozesse, die hoffentlich nach dem Sieg der Ukraine in diesem Krieg mit der Unterstützung der Welt früher oder später beginnen, was kann man jetzt schon machen, um in diese Richtung zu arbeiten? Danke. Gibt es neben dieser leichten Frage noch andere Wortmeldungen? Hier, bitte. Guten Tag. Ich heiße Tatjana Fesowa, ich bin freiberufliche Journalistin. Ich bin in Moskau geboren. Ich weiß nicht, ob meine Frage auch eine leichtere Frage ist, aber ich habe auch eine kleine Bemerkung. Und eine Frage tatsächlich. Es wurde hier sehr viel über das Wort Gopniki gesprochen. Ich glaube, das, was Sie
versuchen, mit diesem Wort zu beschreiben, ist eher eine Mischung. Das ist tatsächlich viel komplizierter, als Frau Scherbakowa gesagt hat. Das ist eher eine Mischung aus diesen alten Mustern des Verhaltens von den Geheimdienstlern, gemischt, die eigentlich jetzt an der Macht sitzen in Russland, gemischt mit salopp bezeichnet Banditismus, was jetzt dort tatsächlich passiert. Weil Gopniki ist tatsächlich eine viel einfachere oder harmlose Bezeichnung von dem. Und dann habe ich noch eine Frage. Sie haben auch gesagt, Putin ist Fleisch vom Fleischen der Menschen in Russland. Was ich glaube, das stimmt. Und meine Frage, diese Gopniki, wie Sie sie nennen, das ist nicht nur eine Frage an Herrn Sieger, sondern an alle drei Gäste, diese Gopniki oder diese 81% den Menschen, die nach der Umfrage von Levada zum Beispiel die Ereignisse jetzt unterstützen oder die Tätigkeiten oder die Taten der russischen Armee, wo waren sie früher, als das Glasnost und Perestroika herrschten? Wo waren sie? Haben sie sich versteckt oder haben sie sich irgendwie umgewandelt? Und was wird dann aus denen passieren, nachdem, wenn wir das hypothetisch vorstellen, Putin nicht mehr an der Macht ist, sondern, keine Ahnung, Petrov? So, das wäre meine Frage. Mhm, vielen Dank. Und noch die dritte Frage. Bitte schön. Schreibt jemand mit? Wir vergessen die Fragen dann. Nee, ich kann sie mir merken und ich sage weiter. Die Evangelika. Meine Frage richtet auch an alle drei Gäste. Und zwar, ich möchte gerne ein Statement von Ihnen hören zu folgender Situation. Viele deutsche wissenschaftliche, kulturelle und soziale Einrichtungen haben mit Russland Projekte und Beziehungen abgebrochen. Und viele, sagen wir, deutsche Kollegen von russischen Kollegen und Freunde distanziert, waren die falschen Freunde. Das ist meine Frage. Und zweite Frage auch, vielleicht richtet an Irina. Ich bin zum Beispiel, ich bezeichne mich wie ein Kind von Sowjetunion, wo Mama ist Russin, Papa Ukrainer. Und momentan habe ich auch ein paar Geschichten gehört, dass sehr viele Dramas, also persönliche Dramas in Familie. Vielleicht können Sie das ganz kurz erläutern, wie das jetzt momentan in solcher Situation Russland sich befindet. Danke. Ja, vielen Dank. Wir können dann noch eine kurze zweite Runde machen für die, die ich jetzt nicht dran nehme. Ich denke, die Fragen haben alle drei miteinander was zu tun, weil sie zielen auf die Art gesellschaftlicher Verantwortung, Schuld, Mitverantwortung für das, was jetzt passiert. Ich glaube, es geht nicht darum, wer ist schuld im Sinne von Ukraine oder Russland. Ich glaube, das ist nicht die Debatte, sondern wer ist dafür schuld, dass Russland diesen Angriffskrieg führt? Und wie ist es da mit der Mitverantwortung? Wie weit muss Russland als Gesellschaft in Haftung genommen werden? Bis dahin, dass man mit russischen Partnern, Institutionen die Beziehung abbricht, weil das jetzt nicht mehr geht in dieser Situation. Ich glaube, das ist so eine, der verbindende Rahmen aus diesen drei Fragen. Auch was ist mit den 81%, die jetzt den Umfragen zufolge die ganze Sache unterstützen? Wo waren die früher und wo werden die morgen sein? Wer möchte beginnen? Jens, du bist der Starke. Ich möchte nicht, ich muss. Also erstmal ist natürlich die politische Führung und Präsident Putin schuld und hat die Verantwortung. Die haben den Beschluss getroffen und sie schicken die Armee, sie befehlen den Soldaten, dort zu töten. Das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Und dann gibt es immer und selbst in solch einer Situation abgestufte Verantwortung von der Menschen, die in dem Land, in diesem Sozium mit ihnen zusammenleben. Ich verweise bei solchen Fragen, ich habe vor einiger Zeit mal einen Podcast genau zu dieser Frage mit Loda Tagayeva gemacht, das ist eine russische Journalistin,
da ging es genau um diese Frage, um die Schuld. Ich verweise da immer gerne auf Karl Jaspers, ein deutscher Philosoph, der 1947 ein ganz kleines Bändchen, das sind 70 Seiten, geschrieben hat, heißt Die Schuldfrage, und sich mit dieser Frage in Bezug auf das nationalsozialistische Deutschland beschäftigt hat. Wer hat Schuld? Und er hat damals vier Kategorien, vier unterschiedliche Schuldkategorien definiert. Das erste ist eben die direkte auch strafrechtliche Schuld, also auch Leute, die dann eben Kriegsverbrechen oder Verbrechen machen, sind die, die Befehle gegeben haben und die, die abgedrückt haben. Die haben natürlich erstmal Schuld. Dann haben auch alle diejenigen Schuld, die das Ganze politisch unterstützen. Meinetwegen auch öffentlich, propagandistisch, wie auch immer. Die dritte Kategorie sind diejenigen, die es passiv unterstützen, die nichts dagegen tun, die es vielleicht auch gutheißen, aber nichts aktiv dagegen tun. Und dann gibt es auch noch eine vierte Schuld, die nannte er, Karl Jaspers damals, die metaphysische Schuld. All derjenigen Leute, die zwar dagegen sind, sich aber trotzdem diesem Sozium angehörig fühlen. Da hat er sich selbst zum Beispiel auch im Nationalsozialismus mit einbezogen. Also er war dagegen, er hat auch durchaus was aktiv etwas gemacht, aber er war eben Deutscher oder er fühlte sich als Deutscher und war auch weiter Deutscher. Das ist natürlich jetzt erstmal eine sehr philosophische Frage, ich glaube, die wichtigste Frage ist, keiner hat keine Verantwortung, sondern die gesamte Gesellschaft wird sich damit auseinandersetzen müssen. Und das ist im Übrigen auch bei meiner Diskussion mit Leuten, die Putin zustimmen, immer wieder eine Frage sozusagen, wie man da rauskommt. Wenn man von den 81% ausgeht, also erstens, soziologische Umfragen in der jetzigen Situation sind, auch wenn sie von Levada gemacht sind und bei aller Hochachtung, die ich habe vor der Arbeit der Kollegin von Levada, eine zweifelhafte Angelegenheit. Weil was antworten Sie jemandem Fremden, der Sie am Telefon fragt, sind Sie gegen den Krieg, wenn in einer Situation, in der es ein Gesetz gibt, das es verhindert, diesen Krieg zu nennen und ähnliche Geschichten. Also die Leute sind natürlich erstmal vorsichtig. Viele Leute antworten auch eher das, von dem sie denken, dass es von ihnen erwartet wird, als das, was sie tatsächlich denken. Und dann ist es so, das ist noch eine soziologische Frage. Normalerweise ist es so, dass wenn Soziologen Umfragen machen, kriegen sie einen Rücklauf von maximal 5% der Leute, die sie anfragen, sind auch wirklich bereit zu antworten. In Russland liegt das inzwischen beim 0,5%. Das heißt also, die meisten Leute wollen gar nicht antworten und es ist wahrscheinlich richtig anzunehmen, dass die negativ antworten wollen, noch weniger antworten wollen, als die positiv antworten wollen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, das ist jetzt eher ein bisschen sozusagen meine eigene Beobachtung, das ist nicht Soziologie, sondern eher anekdotische Evidenz. Ich kenne in meinem Umfeld, meinen Verwandten, meine Frau ist Russin, auch bei Freunden, die weit entfernt von Politik sind, die eigentlich eher unpolitisch sind, ich kenne niemanden, der oder die den Krieg gut findet. Alle sagen, der Krieg ist eine Katastrophe. Es ist schlecht, dass Russen und Ukrainer sich gegenseitig umbringen oder dass Russen Ukrainer umbringen. Aber viele Leute sagen, Putin hat recht, wir hatten keine andere Wahl. Der Westen hat uns angegriffen. Also sie wiederholen, wenn Russland jetzt nicht angegriffen hätte, wäre am nächsten Tag, eine Woche später, einen Monat später, hätten die Ukrainer uns angegriffen, und zwar, weil sie so böse Ukrainer sind oder weil die USA sie gegen uns aufgehetzt haben oder weil sie Marionetten der USA sind oder weil sie von den USA manipuliert worden sind oder dem Westen manipuliert worden sind und so weiter und so weiter. Darin, auch in dieser ganzen, in diesem ganzen Umfeld, sehe ich einen wesentlichen Unterschied zu dem, was 2014 passiert ist. Nach der Krim-Annexion gab es richtig Euphorie in Russland. Und die Zustimmung von 80 oder vielleicht sogar mehr Prozent zur Annexion der Krim halte ich für ziemlich
wahrscheinlich, dass das tatsächlich so war. Das ist im Moment überhaupt nicht so. Es gibt keine Euphorie, es gibt eine allgemeine, fast schon Endzeitstimmung. Es gibt die, ich habe das vorhin schon gesagt, die Überzeugung einer Zeitenwende, wie Scholz das gesagt hat. Und es gibt auch, zumindest auf der rationalen Ebene, die Überzeugung, dass es nachher allen schlechter gehen wird als vorher. Nur, dass diejenigen, die eher Putin zustimmen, glauben, dass es dem Westen noch schlechter gehen wird und den Ukrainern als ihnen. Dass Russland also sozusagen letztendlich doch stärker ist. Jedenfalls ist die Hoffnung relativ groß. Svetlana, wie siehst du das und wie siehst du diese Frage des Abbruchs von Beziehungen mit russischen Partnern? Waren das die falschen Freunde? Also, es ist eine sehr schwierige Frage für mich. Ich bin 89 zum ersten Mal mit Schüleraustausch nach Deutschland gekommen. Erstmal einen Monat in Zittau und danach einen Monat in Hamburg. Das waren zwei Austausche. Und ich kam zurück aus Hamburg. Also es war nicht nur Hamburg, wir waren auch in München, in Heidelberg und sonst wo. Aber ich kam zurück und war nie wieder die ich vorher war. Es hat mich für immer beeinflusst. Und seitdem habe ich, also ich habe auch mit dem deutsch-russischen Austausch damals 92 auch Kontakt gehabt und mit denen bin ich auch gereist. Und ich bin überzeugt, ich habe sehr viele Menschen dann auch hier auch teilweise untergebracht. Also habe gesehen, was die Zusammenarbeit gerade bei jungen Menschen ausmacht. Ich finde es enorm wichtig, das fortzusetzen und gleichzeitig verstehe ich, warum diese Entscheidung getroffen worden ist. Das ist ein Widerspruch an sich. Darf ich zurück zu Schuldgefühlen? Weil das auch wichtig ist, ich werde oft danach gefragt. Ich würde es wirklich unbedingt trennen. Schuld und Verantwortung sind verschiedene Sachen. Metaphorische Schuld, ja. Dieses Gefühl haben wir auch, aber nicht kontinuierlich. Und gerade je mehr ich unternehme, je mehr wir alle machen, desto weniger wird dieses Schuldgefühl also präsent sein, das ist so. Aber die Verantwortung, die tragen wir, auch wenn ich schon bald 30 Jahre nicht mehr in Russland lebe. Und das wird keine kurzfristige Geschichte sein. Da werden wir Jahrzehnte damit zu tun haben. Und gerade in Deutschland, denke ich mal, brauche ich nicht zu erklären, warum. Familien war noch die... ja, oder ein paar Worte noch dazu. Also eigentlich muss ich sagen, dass diese Diskussion über Schuld und Verantwortung, die dann meistens in den sozialen Netzen geführt wird, und so, die ist, indem man Jasper zitiert oder den Brief von Thomas Mann, also aus der Schweiz, dann bringt. Und so, das ist natürlich auch gut so. Aber ich bin ein praktischer Mensch. Und ich habe ein Gefühl, dass oft, also sozusagen dieses Philosophieren eigentlich ein bisschen eine Entschuldigung ist für die Menschen. Wir sind alle schuldig oder wir tragen alle die Verantwortung. Es ist unglaublich schwierig, jetzt in Russland irgendetwas dagegen zu tun. Und wenn der Mensch an seinem Ort, in der Schule als Lehrer, im Theater als ein Schauspieler oder sonst noch wo, überall sich auch vielleicht in einem ganz kleinen Schritt, also es sich irgendwie wehrt, vielleicht auch im Stillen, weil also die Gesetzgebung ist so, dass praktisch für alles sozusagen also bestraft werden kann. Aber wenn man irgendetwas also sozusagen also für das Menschliche, indem man ich weiß nicht auch Flüchtlinge aus der Ukraine in Russland unterstützt, ihnen Hilfe gewährleistet, ihnen hilft über die Grenze zu kommen und alles Mögliche und auch außerhalb Russland natürlich alles was ein Mensch jetzt praktisch machen kann, tut, dann ist das die Antwort auf diese Frage. Also eine konkrete und oft jeden Tag. Ja? Also wenigstens ich habe dieses Gefühl. Dieses Culture Council Geschichte oder Bruch mit den Kulturen ist auch in meinen Augen eine, würde ich sagen, eine Attrappe oder ein Ersatz für, also vielleicht als für diese verzweifelte Gefühle und so. Und eine gebrochen wird mit den staatlichen Institutionen in Wirklichkeit.
Und diese staatlichen Institutionen werden von diesem Staat finanziert und dieser Staat also führt diesen Krieg. Also, und das ist, glaube ich, also, und das betrifft Universitäten und so. Und wenn auch die Studenten auf eigener Basis können weiter also Anträge stellen oder so ist bis jetzt dahinter gestellt, was also die ganzen Visumgeschichten, Bürokratie und so, die ist auch manchmal fürchterlich. Und übrigens, was Schuld und Verantwortung anbetrifft, auch ausgeklammert, weil das hat man auch mit diesen Fragen, muss auch sich der Westen auseinandersetzen. Also mit der Schuld und Verantwortung. Es betrifft nicht nur Russland, ehrlich gesagt. Und diese ganze, würde ich mal sagen, Diskussion über Ausschaltung der russischen Kultur, imperialen Charakter der russischen Kultur und so, ist auch, glaube ich, erstens also vielleicht von den Ukrainern verständlich, weil man dieses Gefühl hat, wie kann man also so eine Kultur, aus so einer Kultur, also so einen Krieg führen, wobei das mit der Kultur überhaupt nicht zusammenstimmt, weil diese Menschen, die diesen Krieg entfesselt haben, für die spielt diese Kultur überhaupt keine Rolle. Nicht mal die Wissenschaft, nicht mal die Kultur. Und das muss also eigentlich begriffen werden. Kultur ist ihr Feind. Und alles, was absoluter Feind, also genauso wie sozusagen, weil die große russische Kultur ist eine humanistische. Und nicht die imperiale. Und zu dieser Geschichte mit dieser Frage, also dieser Krieg ist so schrecklich, weil es Züge eines Bürgerkrieges hat. Eine andere Formel habe ich nicht, weil es, also warum? Weil wir immer mit dem Bürgerkrieg etwas bezeichnet haben, was eigentlich Familien auseinanderreißt, Freunde auseinanderreißt, gegeneinander stößt. Und das ist eine ganz schreckliche Geschichte, weil wir ja gesehen haben seit 2014, wie wirklich also Familien in Brüche gehen, wie man also dieses Unverständnis, wie man auf den verschiedenen Seiten der Fronten stellt. Und es ist auch, wie soll man sagen, also das ist eine der schlimmsten Folgen, moralisch der schlimmsten Folgen dieses Krieges, weil das ist eine Entmenschlichung und Enthumanisierung. Darin äußert sich das alles und natürlich eine ganz starke Traumatisierung. Und da rauszukommen, also nach diesem Krieg, wird das auch ganz schwierig sein. Also wir ja wissen, dass diese Kriege eine sehr lange, oft Jahrhundert dauernde Folgen haben. Weil es gibt in Russland keine einzige Großfamilie, die nicht irgendwie entweder einen Teil mit ukrainischen Wurzeln hat, wie Sie richtig gesagt haben, oder in Ukraine geboren oder dort aufgewachsen. Das sind ja so enge Verflechtungen, dass wenn man sie auf so eine brutale Weise gegeneinander, also sozusagen, also mit schrecklichen Waffen mit Elementen von Genozid, das ist ja doch so was von einem absoluten Horror. Ja, also das haben wir, also ich weiß nicht wann erlebt. Also weil man spricht ja gemeinsam oft, ich sage ja immer, das ist ja so schrecklich, dass diese zwei Armeen eigentlich dieselbe Sprache sprechen und das ist die Sprache von den schlimmsten Flüchen, weil die man in Deutschland ja gar nicht kennt. Also und das ist etwas, was natürlich also schreckliche Folgen haben wird. Danke, Irina. Wir kommen gleich nochmal. Wir kommen jetzt zum Ende. Aber ich habe noch zwei Meldungen gesehen. Einmal von Ihnen ganz dahinten. Jetzt kommen auf einmal noch viel mehr Meldungen. Die würde ich jetzt gerne. Ich glaube, wir werden alle langsam ein bisschen müde und es gibt die Gelegenheit, ja unten unser Gespräch fortzusetzen. Deswegen würde ich noch die Meldung von Ihnen ganz hinten in der letzten Reihe hatten Sie sich vorhin gemeldet und dann habe ich Mascha gesehen und hinter Mascha noch der Herr mit dem roten Hemd. Wer war das vorhin? Ich glaube, Sie mit dem Bart, hatten Sie sich nicht gemeldet? Ja. Okay. Hi, mein Name ist Mohammed Abushukar, ich komme aus Syrien und ich wollte fragen, also die Rolle von Russland in Syrien.
wenn das anderes, also wenn der West dagegen Boten in Syrien, also dagegen waren oder ihm aufzuhalten, aufgehalten haben, wäre das anderes heute in der Ukraine, also die Rolle von Putin, wäre es anders heute in der Ukraine oder was denkt ihr? Mhm. Dankeschön. Mascha? Hallo, guten Abend. Ich bin Mascha Sanikova aus dem Zentrum Liberale Moderne und ich habe eine Frage an Jens und Irina. Irina, du hast gesagt, dass wir jetzt dieses imperiales, ja, um russische Kultur, also dass wir für imperiales russische Kultur jetzt nicht anprangern sollen. Aber inwieweit das I-Wort, und zwar Imperialismus, uns hilft, das zu verstehen, was mit der russischen Gesellschaft jetzt passiert und was zwischen Russland und Ukraine passiert. Weil Jens, du hast gesagt, niemand, einfache Leute, niemand sagt, ist für dieses Krieg. Aber wie viele Leute, also unter deinen Gesprächspartnern, halten Ukraine für ein selbstständiger, souveräner Staat, der eigene Geschichte gehen will? Ja? Und für mich ist Argument, dass es viele gemischte Ehe gibt, viele Familienverbindungen, ist überhaupt kein Argument. Es gibt deutsch-französische Ehen, es gibt deutsch-dänische Ehen und das ist Unverbindungen und niemand würde das in Frage stellen. Und deswegen, ich möchte fragen, ob I-Kapitel in deinem Buch ist und ich sage das in diesen Wänden auch, ja, stelle ich diese Frage auch an uns, weil ich glaube, wir haben lange diesen Faktor übersehen, nicht gerade hier in unseren Kreisen, nicht bei Namen genannt, weil bei uns gab es nur ein Imperialismus, US-amerikanisches und westliches. Und das ist für mich persönlich so die Lehre aus dem Ganzen. Darf Schön. Ich bei der Frage trotzdem auch dabei sein, auch wenn sie nicht an mich gerichtet wurde? Natürlich. Ja, guten Abend. Hans Siegelbauer vom Online-Magazin The Little Queer Review. Ich habe eine Frage, die sich eher ein bisschen in die deutsche Richtung bezieht. Vor ein bis zwei Wochen saß hier die Kanzlerin AD nur einen Block weiter und ging natürlich auch über Putin, die Ukraine, Russland. Und einen Tag darauf lasen wir in den deutschen Medien viel Schelte, ging in Richtung, Kanzlerin ist keine Selbstkritik und alles richtig gemacht und wie und was. Gibt es denn irgendwas, was jeder hier, jeder auf dem Podium diesen Menschen entgegnen wollen würde, die gesagt haben, keine Selbstkritik? Und wenn ich zum Abschluss noch nochmal einen kleinen Werbeblock einschieben darf. Ich habe Herrn Siegerts Buch gelesen, tatsächlich nur wenige Tage nachdem Russland oder Putin in der Ukraine einmarschiert ist. Ganz tolles Buch, bitte lesen Sie es. Hat mir sehr viel gebracht beim Verständnis Russlands und Putins Motivation. Also kleiner Werbeblock nochmal. Ende. Vielen Dank. Jens, vielleicht gestattest du, dass wir mit Svetlana und Irina anfangen, weil dann hast du das Schlusswort. Das ist doch dann schön, oder? Svetlana, bitteschön, zum I-Wort. Da wollte ich gerade sowieso auch auf Irinas Aussage da eingehen, weil es ist für mich eindeutig, dass russische Kultur hat auf jeden Fall imperiale Komponente in sich. Also ich finde es auch gefährlich, das zu verneinen. Dazu muss man sagen, um das zu relativieren, dass diese Komponente in vielen Kulturen vorkommt, nicht nur in der russischen. Aber nichtsdestotrotz, es ist enorm wichtig, dessen bewusst zu sein. Es ist genauso wichtig, wie mit der Vergangenheit zu arbeiten. Das ist, denke ich mal, die einzige Möglichkeit für Russland, jemals einen Ausweg zu finden aus diesem Kreis, wo es steckt. Und nur wenn wir offen darüber sprechen, nur wenn auch Menschen zum Beispiel, die jetzt aus Russland kommen, gerade aus Moskau, ich erlebe es immer wieder, dass da imperiales Denken vorhanden ist, auch wenn die Menschen seit Jahrzehnten gegen Putin kämpfen. Das eine schließt das andere gar nicht aus. Und das wird erst bewusst, wenn man darüber spricht. Und die Menschen erschrecken sich selbst. Es gibt viele, die dann sagen, oh Gott, das habe ich nie so gedacht. Und fangen an, sich mindestens ein bisschen zu kontrollieren und zu prüfen,
und sehen plötzlich Abgründe, die in stecken. Also wir haben das wirklich enorm oft besprochen. Es ist ja so, dass Panda, also Sie wissen ja nicht, was das ist, es ist ein kleiner Club in der Kulturbrauerei, wo wir auch sehr viele, nicht nur Diskussionen, sondern auch einfach kulturelle Events machen, Musik, Literatur. Und im Moment kommen viele auch aus der Ukraine natürlich, aber auch aus Russland. Und das ist für uns immer ein Dilemma, ob wir dann unsere Bühne für jemanden bieten, der eventuell gerade Elemente dieser Denkweise dann plötzlich artikuliert. Das haben wir auch schon mehrmals erlebt und das ist eine sehr, also für uns mindestens eine Frage, die noch überhaupt nicht wirklich beantwortet worden ist. Mhm. Vielen Dank. Also ich denke, dann ist eben doch, die erste Frage war ja nach der Abida. Ja? Und dieses Abida-Thema, also die große Kränkung hat ja viel damit zu tun mit dem Imperium, was keins mehr sein darf, ja, wenn man was weggenommen hat. Und das Zweite ist aber auch, da bin ich sehr mit Mascha, der Fragestellerin, einverstanden, wie viele in Deutschland haben bis heute damit Probleme, die Ukraine oder Moldau, so komische Länder als eigenständige, souveräne Staaten anzuerkennen, die noch, wie lange konnte man Helmut Schmidt lesen, Theo Sommer lesen, alle möglichen, die gesagt haben, naja, also da dürfen wir uns nicht einmischen, das ist sozusagen deren Imperium. Ja, es wäre vermessen, sich da einzumischen. Das ist lange, lange Zeit bis in die Titelseiten der Zeit sozusagen gereicht. Sich durchgehalten. Ja? Und deswegen dieses imperiale Denken ist nicht ein allein russisches Phänomen. Aber die Fragestellung, deswegen würde ich es an Ira nochmal weitergeben, die, was du sagst mit gemischten Familien, ist richtig, hört man ganz oft, aber man hört zugleich, man hat große Schwierigkeiten damit, Ukraine als souveränen Staat anzuerkennen, oder? Wenigstens damit wird es gespielt. Und ich glaube, das muss man unterscheiden. Als Sowjetunion zerfallen ist, hat niemand irgendwie den Krieg angefangen. Das war anders als in Jugoslawien. Und ich glaube, das war die Antwort eigentlich. Gut, man hat vielleicht also sozusagen ja dann diese Unabhängigkeit von baltischen Ländern doch irgendwie akzeptiert. Die waren schon, also die waren später dran und so, aber mit der Ukraine und Belarus war das schwieriger. Aber es wurde kein Krieg angefangen, ganz anders in Jugoslawien. Das wurde natürlich künstlich zum Teil, also künstlich als Ersatz, also für irgendein, aber darüber hat Jens gesprochen. Also das war Ersatz für vieles sozusagen und ein sehr einfacher. Und diese einfache Kanalisierung von vielen, also von sehr sozusagen gemischten Gefühlen. Und ich würde ja sagen, ja, sicherlich, also es ist schlimmer als imperial. Deshalb habe ich auch das Wort nicht gebraucht. Das, was jetzt passiert, ist viel schlimmer. Also dieses imperiale Denken und Imperialismus ist vielleicht noch harmloser, als das passiert. Das ist eine, also das ist etwas anders. Das ist viel mehr als imperialer Krieg. Das ist ein Krieg mit Vernichtungselementen. Und das ist ein Krieg, das nicht durch Existenz des Staates, wie neuerdings also Medvedev gesagt hat, in ein paar Jahren wird vielleicht als Staat Ukraine nicht mehr existieren. Es ist viel, also es gibt ja schlimmere Sachen, also diese Entukrainisierung. Das ist ja noch vielleicht also viel, viel, viel schrecklicher als das, was wir unter also sozusagen klassischem Imperialismus verstehen. Was ich über die Familiengeschichten gesagt habe, das ist deutsch-französische, trotz der deutschen Okkupation, ja, trotz der deutschen Besatzung, ist etwas anderes. Also das war eine viel engere Verflechtung. Deshalb ist das, wird das also so schrecklich, als dann die Mutter die Tochter nicht hören will. Ja? Also das geht also sehr, wie soll man sagen, das ist eine, wie ich schon gesagt habe, Entmenschlichung durch diesen Charakter dieses Krieges und Versuch, also diesen Krieg irgendwie zu verstehen und zu erklären. Ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist dramatischer und katastrophaler. Sogar als das, was wir unter dem Imperialismus verstehen. Was ich noch sagen wollte, es war die Frage über Kultur.
wiederum, also dieser sozusagen imperiale Charakter der Kultur. Ich bin Historikerin. Und ich kann das nicht, also, und das ist so eine, würde ich sagen, das ist so eine Vereinfachung, eine unglaubliche Vereinfachung. Und, und wir spielen auch eigentlich dem zu, was also sozusagen diese Macht uns vorschreibt, schon seit mehreren Jahren. Und übrigens angefangen hat das in den 90ern, dass die Kultur überhaupt keine Rolle spielt. Das ist eine Attrappe, nicht mal eine dünne Schicht für viele, sondern eine absolute Attrappe. Und diese Soldaten aus Buryatien und so, also haben sie den Puschkin im Kopf. Also das ist ja, dass ich nicht lache. Also das ist ja alles absolut, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Also für diese Generation leider. Eine, also sozusagen, was wir unter klassischen Geschichten verstehen und Beschuldigungen, also dass, ich weiß nicht, Haji Murad von Tolstoi, also sozusagen ein Sinnbild von Imperialismus ist, das ist ja alles, würde ich sagen, sowas Ahistorisches, dass ich sozusagen das einfach nicht, dass ich das einfach nicht annehmen kann. Und ohne diese Kultur würde überhaupt also nichts mehr, keine humanistische Bewegung, keine Entwicklung, also sozusagen wenigstens also in der russischen Gesellschaft und übrigens keine Annäherung an Europa gewesen. Also überhaupt nicht. Was hätten wir denn dann? Ja, als diesen Absolutismus und diese sozusagen Absolutismus-Tradition. Die andere Sache ist, dass wir oft gesehen haben, und das weiß Deutschland auch genauso, also diese Erfahrung, also wo man in Russland, in Russland oft gestellt hat, also diese, so ein Kulturvolk, Deutschland, wie können Sie das anrichten, was Sie angerichtet haben in dem Zweiten Weltkrieg? Also man soll auch die Rolle von Kultur nicht überschätzen. Deshalb, und das ist auch zum Teil ein tragisches Fazit, aber in dieser Situation ist das leider auch so. Dankeschön, Irina. Jens, du hast das Schlusswort und du hast mir versprochen, alle nicht beantworteten Fragen noch zu beantworten. Ja, ihr habt noch eine Stunde, ne? es waren, glaube ich, drei Fragen im Wesentlichen. Es ging zu Syrien, es ging zu Frau Merkel. Natürlich muss ich zum I-Wort auch noch was sagen. Zu Syrien, das ist immer eine schwierige Frage. Was wäre gewesen, wenn? Ja, also Geschichte im Konjunktiv lässt sich schlecht beantworten. Aber ich würde das in die Serie der Ereignisse einreihen, von denen ich vorher gesagt habe. Es ist, glaube ich, Putins, der russischen Führung, Strategie, auszuprobieren und auszutesten, wie weit man gehen kann und dann entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen. Es ist auch in Russland nie verhehlt worden, viele Publikationen darüber, dass der Krieg in Syrien ein wunderbares Testfeld für neue russische Waffen ist. Ein neues, wunderbares Testfeld für die neue russische Militärdoktrin, die jetzt dann allerdings in der Ukraine versagt hat. Aber insofern gibt es natürlich einen Zusammenhang, aber wahrscheinlich keinen direkten, kausalen Zusammenhang. Das Zweite, Frau Merkel, ja, sie ist ziemlich wegen ihrer Russlandpolitik kritisiert worden und vor allen Dingen natürlich wegen des Festhaltens an Nord Stream 2. Und da würde ich sagen, das ist zu Recht. Nord Stream 2 war schlicht und einfach von Anfang an völliger Unsinn. Und die Begründung, dass das ein rein wirtschaftliches Projekt war, war schlicht und einfach vorgeschoben. Das hat niemand geglaubt. Also vielleicht haben es die Leute geglaubt, aber es war einfach unglaublich. Das galt allerdings in großen Teilen auch schon für Nord Stream 1. Insofern war Merkel da nicht allein. Ich glaube aber, dass Merkel einen Verdienst tatsächlich hat oder sogar anderthalb. Und zwar die Einigkeit hergestellt zu haben der EU nach der Krim-Annexion und die Sanktionen mit durchgesetzt zu haben und dass die Sanktionen bis heute durchgehalten werden. Das wäre, glaube ich, ohne Merkel nicht passiert. Die EU hätte diese
wenn es die Entschlossenheit nicht im deutschen Kanzleramt gegeben hätte, dann hätte es diese Sanktionen nicht gegeben. Und das Zweite ist etwas, was heute unheimlich kritisiert wird, nämlich Minsk II, das Abkommen 2015 dann, das letztendlich den Krieg im Donbass aufgehalten hat. Nicht mal richtig eingefroren, aber aufgehalten hat. Und ich glaube, das muss man, da werden wahrscheinlich noch viele Historiker drüber schauen und sich das angucken, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es der Ukraine eine Atempause gegeben hat, die ihr da die Staatlichkeit zumindest bis heute erhalten hat. Die war nämlich damals schon in Gefahr. Minsk II hat allerdings gleichzeitig einen Geburtsfehler gehabt, nämlich den Geburtsfehler, dass es nur umgesetzt werden kann, wenn Russland das will. Und Russland wollte natürlich nicht, dass es umgesetzt werden kann, weil es mit Minsk II die Ukraine und auch den Westen wieder am Haken hatte. Das heißt, sowohl der Westen als auch die Ukraine, selbst mit westlicher Unterstützung, war damals 2014 nicht stark genug, um etwas anderes hinzubekommen als Minsk II. Und dafür bezahlen wir heute. Aber Minsk II war damals nicht ein Fehler, sondern dann ansonsten wäre damals schon die Staatlichkeit der Ukraine aus meiner Sicht in Gefahr gewesen. Aus meiner Sicht, ja, natürlich. Ich sage immer alles nur aus meiner Sicht, nichts anderes. Zum I-Wort. Ich würde nicht das I-Wort benutzen, sondern ich würde das K-Wort benutzen. Das, was wir Kolonialismus. Das, was wir im Moment sehen, ist tatsächlich ein Teil der Auflösung des russischen Imperiums. Nicht umsonst hat Putin das Ende der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe genannt. Und die Sowjetunion war die letzte Ausprägung des russischen Imperiums. Und es ist eine sehr europäische Sache, nämlich eine Dekolonisierung einer europäischen Imperialmacht, die im Gange ist, die nicht zu Ende ist, die im Gange ist. Und da kommt allerdings ein Punkt dran, der Russland in dieser Form besonders macht, obwohl eigentlich gar nicht mal so sehr besonders. Das haben wir bloß vergessen. Die Auflösung der Imperien, der anderen europäischen Imperien, des britischen, des französischen oder auch des spanischen Imperiums, sind alle mit Untergangsfantasien in den Heimatländern einhergegangen. Es gab eine fürchterliche Diskussion darüber, wenn wir das jetzt aufgeben, dann geben wir uns selbst auf. Und das, obwohl diese Länder gegenüber Russland, dem Russland heute, einen in Anführungsstrichen Vorteil gehabt haben, nämlich einen relativ stabilen nationalen Kernstaat, der weit von den Kolonien entfernt war. In Russland sind die Kolonien direkt an das Kernland herangewachsen. Es gibt es gibt die völkerrechtlich definierten Grenzen, aber in den Köpfen der Leute gibt es keine wirklich klaren Grenzen, wo Russland aufhört und wo sozusagen die Kolonien anfangen. Und der Tschetschenienkrieg hat für viele Russen und auch vor allen Dingen für die russische Elite gezeigt, dass der Zerfall der Sowjetunion nicht unbedingt der Endpunkt ist, sondern dass es weitergehen kann. Und damit spielt Putin jetzt auch wieder. Wenn Putin jetzt sagt, wenn wir uns nicht wehren, dann ist die Existenz Russlands in Gefahr, dann spielt er auf diese Ängste, die ziemlich verbreitet sind in Russland, dann spielt er auf diese Ängste an. Und in diesem Zusammenhang ist das wirklich eine wichtige Diskussion. Und dann nochmal dazu, zu der Frage, wurde und wird die Ukraine in Russland als Ausland angesehen oder nicht? Ich habe 2004, also weit vor der Krim-Annexion, 2005, beim ersten Maidan, habe ich so eine kleine private Umfrage gemacht unter Freunden und Freundinnen, unter anderem vielen Memorial-Freundinnen und Freundinnen. Ja, und habe gesagt, Leute, Hand aufs Herz, nicht vom Kopf her, nicht auf dem Papier, aber bei euch im Herzen, ja, ist die Ukraine Ausland für dich oder nicht? Die überwiegende Mehrheit, 80-90% der Antworten waren, natürlich nicht. Also ich habe extra eine emotionale Antwort gefordert. Und ich glaube, das wird für das Land insgesamt ist es noch weiter. Und auch damit rechnet und spielt Putin. Aber jetzt würden Sie die Fragen vielleicht anders beantworten. Heute? Ich glaube nicht. Nee.
Ich glaube nicht. Vielleicht, gut. Weißt du, dann, da, es gibt dann vielleicht, es gibt dann vielleicht noch, es gibt dann vielleicht irgendwann noch die, noch die Diskussion. Naja, die Westukraine, ja, Wolhynien und ja. So weiter. Das, ja, aber, mach mal die Umfrage nochmal, wenn du noch in Erinnerung hast, wer das war. Das ist einfach interessant. Ja, naja, nicht alle leben mehr, aber ich versuch's. Gut, ich hoffe, wir leben noch. Und noch eine Weile, lieber Jens, liebe Svetlana, liebe Irina, ganz herzlichen Dank für ein nachdenkliches Gespräch in einer extrem schweren und schwierigen Zeit. Ich hoffe, Ihnen allen hat es gefallen, auch denen, die zugeschaut haben im Livestream. Ich bedanke mich ganz herzlich und lade die, die hier in Präsenz sind, jetzt ein auf unsere Terrasse, um das Gespräch in kleinerer Runde fortzusetzen. Vielen, vielen, vielen Dank auch all unseren Technikern, die hier heute gearbeitet haben. Herzlichen Dank. Applaus